get you to blush and how to get your way. Useful tricks, once you get a taste of it, you lay all them bricks. Higher and higher, you'll reach your desire.
take a step into the river. Get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find the life is greater than you knew. When you go through the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. And you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. Where you go the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight. When you go through the storm, take a step into the river and get down on your knees. Sailors passing on the street, are you ready? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing? Sing along as they howl and be fulfilled. Oh. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. If we fail, we just reboot. Greener on this side, are you ready for new? New beginnings, new pride, let your spirit shine through. Many more will come, many more. Sun.
keep it steady. We will be the confetti. And if we fail, we just reboot. Cause nothing can hold us back. Oh, nothing can take us down. We stand joined. Many more come on, many more under the sun. Pack your finest suit. Yes, we will keep it steady. Confetti, and if we fail, we just reboot. We just reboot. Tomorrow morning,
undercover, baby, is what you ask of me. Soon I'll be disguised, shooting star, I'm without a safety net. Give me a ride, I'm going far beyond where the sun sets. Dear, I'm no longer scared. Glow brings me comfort, I'm filled with light. Tiptoe, dance with me through the shadow plane. Moon, I'm on my way, shooting star. Bibidi boobidi, bibidi babidi boobidi, bibidi boobidi shoobidi, jukidi bookidi. Hello. Ah. Na? Was geht? Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Na? Na, 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 na. Willkommen beim Quarantäne-Stream. Ja. Alles, was Beine hat. Sind selben wie Pulli wie ich, aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wo hast du den her? Spiel mit The Universum? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ey, Digga, lass erst mal Hallo sagen. Was geht? Wie geht's? Sorry, dass ich zu spät da bin. Ich war noch bei Eva, weil ich mir dachte, okay, bevor jetzt auch alle Friseure und so dicht machen, gehe ich noch einmal rein und lass noch mal meine Haare einmal fresh machen. Hab jetzt einmal Haare geschnitten, weil die waren halt so kaputt. Wir mussten einmal komplett einen Splitschnitt machen. Einmal unten abschneiden. Die waren ja vorher ungefähr so lang. Jetzt sind sie so lang. Und nochmal oben nachfärben, dass es nochmal schön dunkel ist. Ein bisschen zu dunkel, aber das, was zu dunkel ist, sieht ja jetzt hier so ein bisschen zu dunkel geworden. Das wäscht sich noch raus. Und am Extensions nochmal hochsetzen lassen, weil ich war mir nicht sicher, wenn jetzt Eva, keine Ahnung, nächste Woche zumachen muss für 2 Monate, dann bin ich so ein bisschen gefickt mit den Haaren. Also dachte ich mir, gehst du mal nochmal rein und lässt du das nochmal machen, dann bist du zumindest erstmal safe für 2 Monate mit Haaren und so. Haare müssen ja sitzen, wenn man in Quarantäne ist. Ja, Haare müssen ja sitzen, wenn man jeden Tag vor der Kamera vor 2000 Leuten ist. Oder in YouTube-Videos vor 100.000 Leuten. Also, ist mir schon nicht unwichtig. Also, ich wollte das einfach erledigt haben, damit, wenn die Sensi zumachen muss, dass ich zumindest dann nicht, keine Ahnung, meine Extensions alle rausfallen, meine Haare alle abgehen und so. Das wäre halt super nervig. Naja. So, wie geht's? Wie steht's? Alle noch gesund? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gesund und munter, perfekt, das freut mich sehr, liebe Leute, bleibt weiterhin. Ich fühle gerade relativ viel mit meiner Freundin, oh, das ist bad. Das ist bad. Das lese ich so viel, dass Leute sich aktuell so viel mit ihrem Partner streiten, weil man jetzt zusammen wohnt. Und dann halt so 24 Stunden aufeinander hocken muss. Und es tut mir mega leid. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Aber es tut mir leid. Vielleicht könnt ihr ja gucken, dass er... Also, ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde nicht mit jemandem zusammenziehen, den ich nicht auch 24 Stunden am Stück, auch mehrere Tage am Stück ertragen könnte. Aber das ist auch der Grund, warum sich so viele Paare im Urlaub zum Beispiel trennen. Weil im Urlaub bist du plötzlich 24 Stunden aufeinander am Hocken und dann kommen so die Probleme hoch, die du sonst im Alltag nicht hast, weil du dich im Alltag nur so 4-5 Stunden am Tag siehst, wenn überhaupt. Naja, also redet mit euren Freunden oder Freundinnen oder was auch immer und regelt das. Und ansonsten
müsst ihr halt eigene Spaces aufbauen. Wenn ihr in einer super kleinen Wohnung lebt, ist das mega kacke, aber vielleicht habt ihr eine Dreizimmerwohnung, dass ihr sagen könnt, hey, keine Ahnung, dieses Zimmer ist mein Zimmer, dieses Zimmer ist dein Zimmer und wenn wir Ruhe haben wollen, dann können wir da jeweils rein oder so oder zum Arbeiten gehen wir da rein, wie auch immer. Kriegt ihr schon hin. Ja. Warte immer noch drauf, endlich daheim bleiben zu dürfen. Naja. Kostet Photoshop etwas, natürlich. 50 Quadratmeter reicht als erste Wohnung. Digga, meine erste Wohnung waren 40 Quadratmeter und die war groß. Also größer als nötig. Wir haben einen Hype Train. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Dankeschön. Ich lese mal vor, wer alles gerade reingezappt hat. Pancinello, dankeschön für die 9 Monate. Twitch Baby, oh mein Gott, dankeschön. Mine Jung TV für den verschenkten Sabanteemensch. SGT Knolle, dankeschön fürs Abonnieren. Oh mein Gott, ich kick hier voll gegen die Lampe. Hä? Warum ist die Lampe denn? Achso, naja, whatever. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Atoxian YouTube, dankeschön fürs Abonnieren. Henria Ramis, dankeschön für 9 Monate. Auch Twitch Baby, oh mein Gott. Jonas, dankeschön für 4 Monate. The King, dankeschön fürs Abonnieren. Jingle, dankeschön für 8 Monate. Badhan, dankeschön für 17 Monate. Oh boy. Steffen, dankeschön für 3 Monate. Sarah Thomas, danke für 4 Monate. Funny Money, dankeschön für 2 Monate. Cabby, dankeschön fürs Abonnieren. Hartsex Fluxa, dankeschön für 3 Monate. M Vogel, dankeschön für 2 Monate. Leonestini, dankeschön für 6 Monate. Kuratos, dankeschön für 4 Monate. Benju, dankeschön für 2 Monate. Playkopi, dankeschön für 2 Monate. Optics, dankeschön für 2 Monate. Zetsubo, dankeschön für 7 Monate. Gameplex, danke schön für 3 Monate. Psychoaktiv, ja, danke schön fürs Abonnieren. YouTuberin bist, die ich kenne, du schaffst es. Immer noch meinen Job nicht zu entspannen durch deine Streams und VIDOS. Ich arbeite als Notfalls. Anitäter. Dankeschön. Dankeschön für die 5 Euro Shadow. Liz Game, danke auch an dich fürs Abonnieren. Call Me Alex, danke fürs Abonnieren. Da Wee Wee, danke für 2 Monate. Andy, danke für 3 Monate. Howard, danke für den verschenkten Sim. Für den verschenkten Sub an John, dankeschön. Floxre, für den verschenkten Sub an Jesslix. Und Floxre, danke für den verschenkten Sub an Alexa Bliss Forever. Und Sebo, dankeschön für den Sub im 5. Monat. Dankeschön für den Hype Train Level 2. Wie läuft die Renovierung, Anni? Wir sind durch. Also ich bin durch. Aber seht ihr dann dieses Wochenende, wie es aussieht. Shuri, dankeschön fürs Abonnieren im 5. Monat. Pascal, danke für die 145 Bits. Andosus, dankeschön für die verschenkten Sub an Drama-Architekt. Und wir haben Halbtrain Level 3 erreicht. Ihr seid süß. Dankeschön. Dass du durch bist, wissen wir schon lang. Hey! Nicht so, Minijung, nicht so. Ich weiß, wir sind jetzt in Quarantäne und ich weiß, wir hocken jetzt alle aufeinander und du denkst, du kannst mit mir reden, wie du willst, aber ich bin immer noch deine Mutter. Sorry, es gab plötzlich über mich. ja. Krypto, danke für die 100 Bits. El Toro Grande, danke schön für die verschenkten Saban. Black Villain. Frittenbude, danke schön für 2 Monate. Würde sagen, Clip. Lass mich in Ruhe, Mama. Ja. Ich bin ein Cousin 45. Grades. Hallo? Oh mein Gott, Puddinghaut. Oh mein Gott, Puddinghaut. 5000 Bits. Was ist los? Dankeschön. Dankeschön. Wo waren wir? Frittenbude, dankeschön für 2 Monate. Dankeschön, Yukanix, dankeschön für 4 Monate. Frauen, dankeschön für die 100 Bits. Howard, danke für den verschenkten Zabern. Julian Bam. Puddinghaut, nochmal danke für die 5000 Bits. Diggi. Bist du loco? Ich muss jetzt was anderes sagen als verrückt, weil ich immer sage, bist du verrückt? Aber nein, bist du loco? Loco.
Klingt so lustig. Entemark, dankeschön für den Sub. The Creel Cutie, dankeschön für den Sub. Toby Stray, danke für 16 Monate. Atoxien YouTube, dankeschön für den verschenkten Sub an Anni das Entchen. Badhan, dankeschön für die 5 Euro. Grüße, 2 Wochen Stream, bin in Quarantäne. Ja, wir streamen jetzt jeden Tag. Also, was geht? Everyday Stream. Auch freitags wahrscheinlich. Weil ich kann eh nichts machen. Ich kann eh nichts machen. Xadox, dankeschön. Oh boy, dankeschön. Für die 5 verschenkten Subs. Moment, erstmal. Frank the Rabbit, danke fürs Abonnieren. Simpyman, dankeschön für die 100 Bits. Xadox, dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Willkommen. Mr. XD3, Snow 140, Tungdir, Flakehead und Amy the Dragon. Vielen herzlichen Dank. Floddel, danke fürs Abonnieren. Arcadia, dankeschön. Für die 5,64 €. Danke, dass du uns den Abend versüßt. Ich mache heute so. Lieben gerne. Lieben fucking gerne. Mo aus, dankeschön für die 2 Monate. Hype Train Level 4. Danke, Leute. Danke, danke, danke. Was machst du heute? Ich würde sagen, wir spielen noch mal ein bisschen Universum. Gucken, wie weit wir kommen. Es war eigentlich gestern ganz cool. Und morgen habe ich noch einen Arzttermin. Aber ich denke, morgen kann ich was früher streamen. Ich denke, morgen ist ab 18 Uhr. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Deine Haare nur durch die Locken so viel kürzer. Ich habe die abgeschnitten. Die waren kaputt. Die waren damn fucking kaputt. Das sind zwar nur Extensions, aber ich hasse diese Extensions, die ich aktuell drin habe. Das sind so eine scheiß Drecksqualität. Und ich hasse es. Und deswegen musste ich die voll krass abschneiden. Wir mussten voll viele Extensions rausnehmen, weil voll viele Haare einfach schon so Dreadlock-mäßig waren. Man konnte die gar nicht mehr durchkämmen. Das war richtig schlimm. Und deswegen, ja. Ja, ja, ja. Hat ja 15 Uhr nur ganz klappt, nicht geklappt. Ey, ich hatte einen Termin mit Eva um 12 Uhr und ich dachte mir so, 15 Uhr, Alter, ich werde durch sein. Ich bin 10 Stunden da gesessen. Es hat so lange gedauert, weil wir diese ganzen Extensions auseinandernehmen mussten und die alle reparieren mussten. Es hat so lange gedauert. Aber ich bin froh, das jetzt gemacht zu haben, weil, also mit den Haaren, 2 Wochen wäre noch gegangen und dann wäre wirklich Ende Gelände gewesen. Ja. Naja. Piu! Zellchor, dankeschön für die 15 Monate. Ja, moin, langes Zell, hoffe, alles läuft soweit. Ja. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, bei dir auch. Friseurtermine bei Eva sind immer ein ganzer Arbeitstag. Ja, aber ich dachte mir, mache ich das, dann bin ich das los. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich gehe in 2 Wochen hin, dann hätte sie wahrscheinlich dann schon längst zu haben müssen wegen Corona. Also, ja. Friseur ab morgen auch dich. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nur so schnell wie möglich einen Termin gemacht, in Hoffnung, so schnell wie möglich nur dran zu kommen. Andy! Danke für die 5 verschenkten Subs. Dankeschön, Andy. Andy Mandy. Wahrscheinlich hast du es so genannt zu werden. Andy, ich sag nur Andy. Andy, dankeschön. Willkommen, MC Crash, Robatzen, YP, Dorofee und LP with you 77. Andy hat 5 Subs verschenkt. Vielen herzlichen Dank. Und Sifroax, dankeschön auch an dich fürs Abonnieren. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Nee, Friseure dürfen offen haben. Ja, noch. In Österreich zum Beispiel mussten auch alle Friseure schon zumachen. Also mal gucken. Also mal gucken. Dieser Tage brauchen die Leute gute Nudelrezepte. Das ist meine Spezialität. Give me one second. Im Notfall gibt es noch einen Rasierer und eine Glatze. Mega lustig. Ich finde auch, es wäre das Beste, wenn alles zumacht. Ja. Ich wollte auch in der Bäckerei und die meinte auch, in der Bäckerei müssen die alle Sitzplätze zumachen. Also Leute können reinkommen, aber müssen sich auch was kaufen und müssen dann wieder gehen. Die dürfen nicht drin bleiben. Die dürfen nicht mit mehr als 5 Leuten oder so im Laden stehen oder so. Wenn mehr Leute da sind, müssen die draußen eine Schlange bilden. Total bescheuert. Also, das heißt bescheuert. Gerechtfertigt, aber auf jeden Fall crazy. Ich hätte niemals gedacht, dass wir mal in so eine Situation kommen. Dennis, dankeschön für die 13 Monate. Robert Amber, dankeschön für die 4 Monate. Anna Luf, dankeschön für die 100 Beats. Dankeschön. Danke, 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 danke. Wir können ja ein gemeinsames Quarantänekochen im Stream machen. Ja, mal schauen, mal schauen. Also, ich muss noch gucken, wie ich das jetzt gebacken kriege mit YouTube-Videos, weil ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man selber drehen muss, also wenn man keinen Kameramann hat, dann dauert das mit dem Drehen immer so ein bisschen länger. Aber ich kann gucken, dass ich eventuell was früher anfangen kann, dass ich mit dem Stream ab
Freitag / Samstag früher starten kann. Ich muss morgen, wie gesagt, nochmal zum Arzt. Und übermorgen muss ich noch ein Video drehen. Und dann mal schauen, wie schnell ich das alles durchkriege. Ja. Ja, ja, ja. Freitag ein Stream? Ja, wahrscheinlich. Dankeschön, Zahnstange, fürs Abonnieren. Eiskorn, dankeschön für 16 Monate. Mario hat noch 10 Subs rausgehauen. Dankeschön. Vielen Dank. Mucho, mucho, mucho vielen Dank. Mucho vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Oh mein Gott, was ist das denn für Sub für Hype Training Modes? Onis? Wie cute! Ich will auch die posten. Wie süß sind diese Hype Training Modes denn? Die gab's ja noch nicht. Hast du Erik nicht mehr? Erik wohnt in Berlin mittlerweile. Erik ist nicht nur ausgezogen. Erik wohnt in Berlin mittlerweile. Mach dir weniger Druck bei Videos und mehr Streams, dann sind wir alle immerhin nicht so alleine. Ja, klar. Trotzdem, Videos sind mir trotzdem wichtig. Ich will jetzt die Typen nicht komplett schleifen lassen. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Streams werde ich mir versuchen mehr zu machen. Ich bin halt jetzt die Tage noch so viel am Erledigen. Wie gesagt, heute Friseur gewesen, weil ich dachte, lieber erledigen, bevor es nicht mehr geht. Mike cuttet noch, oder das letzte Video hat Erik geschnitten. Ja, ja. Weil Mike jetzt letzte Woche krank war und deswegen konnte der nicht kommen. Mal gucken. Anni, du willst zum Arzt? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes oder nur zur Kontrolle. Man geht auch zu Ärzten, die kein Hausarzt sind. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Lol. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich muss noch ganz schnell die Subs vorlesen, die der Mario verschenkt hat. Mario, Dankeschön nochmal für die 10 verschenkten Subs. Willkommen, Mini, Sockt, Isa, Miriam, Xoxo, Queen Ariana, Michael Derry, Beach Freak, Angie, Bistenirit, Jack Saurier, Geleber. Dankeschön, 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 Mario, für die 10 verschenkten Subs. Mike, dankeschön für 5 Monate. Hegi, danke für 5 Monate. Prinz, danke für die 100 Bits. Trebis, danke für 8 Monate. Anna Luf, danke für 100 Beats. David, danke für 7 Monate. Fighter, danke fürs Abonnieren. Nelly, dankeschön fürs Abonnieren. Ich habe jetzt 5 Wochen frei und weiß, was ich so lange zu Hause machen soll. Also wahrscheinlich hast du Schule. Also lernen, weil das Schuljahr ist nicht vorbei. Lern ein bisschen was für die Schule. Fang ein neues Hobby an. Sortier deine Sachen aus. Spiel ein neues Spiel. Guck 30.000 Serien. Keine Ahnung. Bring dir irgendwas bei, wofür man extrem viel Zeit braucht. Zum Beispiel eine neue Sprache oder so. Gibt a lot of things to do. Renovier dein Zimmer, genau. Ich habe hier noch ein kleines Wishlist-Paket. Das wollte ich noch auspacken. Ein kleine Wishlist, du? Eingepackt. Bubudubub, viel Vergnügen mit ihrem Geschenk. Von Hammer-Tim. Hammer-Tim. Das ist ja echt der Hammer-Tim. Bist du da, Hammer-Tim? Anni, kommt noch deine Haushaltshilfe oder nicht? Ja, sie war heute da. Heute war sie da und hat nochmal alles ein bisschen fresh gemacht. Aber ich muss aktuell gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe mit alles auf- und wegräumen, für den Fall, dass sie sagt, hey, ich habe Corona, ich kann nicht kommen. Da bin ich so. Oh, 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 das ist diese Kette. Oh. Will anziehen. Hä? Lol, hier ist einfach nichts drin in diesem Ding. Und hier ist die Kette und der Anhänger einfach so dabei gelegt. Wack. Ich zieh die an, Moment. Ja, ist der Hammer-Tim ist da.
Es ist nicht nur eine Kette, es ist diese Kette. Ja, schaut, war mal so. So frei, hat man eine schöne Kette, die ich ganz schön finde, auf die Wishlist gepackt. Alle. Wo ist denn der Verschluss hier? Er kann nicht markiert werden, er ist nicht da. Oh, schade. Gott, das hat wieder so einen winzigen Verschluss, ey. Ey, das ist ja so richtig sinnvoll. Das hier ist eingepackt und in dieser Verpackung ist einfach noch eine Verpackung. Verpackungsception, Leute. Oh mein Gott. Eine Anhänger. Mal, wann in Twitch bist du das? Hä? Dankeschön. Ich muss mal reinfolgen, Digga. Dankeschön. Grüße von Wanne. Oh, cute. Dankeschön. Wie süß von dir. So. Sie war sogar meiner Recommended Streamer. Bei mir nicht. Ich muss mal ganz kurz reinfolgen, Digga, bevor ich das vergesse. Dankeschön. Danke, danke, danke. Malwanne. Oh, sorry. Twitch. Hä? Hä, du streamst ja voll oft? Ha. Oh, dein Stream sieht voll schön aus. Voll schön. Dankeschön für den Raid. Willkommen. Wie kann man einen Prime Sub machen? Hat meinen Account schon verbunden? Einfach oben auf Abonnieren klicken und dann müsste da Prime Sub stehen. Kelly streamt jetzt auch öfter. Kelly streamt? Oh mein Gott, ich liebe es, dass so viele YouTuber jetzt anfangen zu streamen. Nice. Nice, Alter. Nice. Qualm in der Socken. Dankeschön für die 1000 Bits. Vielen herzlichen Dank, Therapeut, fürs Abonnieren. Schnabel, Nator TV. Danke für 3 Monate. Lord Shanix, dankeschön für 3 Monate. Nelly, dankeschön fürs Abonnieren. Fighter, dankeschön fürs Abonnieren. David, dankeschön fürs Abonnieren im 7. Monat. Joey Dix, dankeschön fürs Abonnieren im 9. Monat. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wer hat dir die Kette geschenkt? Ein Viewer, die habe ich mir auf die Twitch, der Hammer Tim, habe ich mir auf meine Wishlist gepackt. Ich war mal so frech, weil ich die so voll schön fand. Aber ich war so, kaufe ich mir die? Ich weiß nicht. Ich packe sie auf die Wishlist, vielleicht überrede ich mich selbst später dazu und dann hat sich jemand gekauft. Ich freue mich sehr und ich finde, sieht sehr schön aus. Ich mag so enge Ketten mit so Anhängern dran und so. Herz ist cute. Alle Streamers, weil sie nicht mehr raus können, zum YouTube-Videos drehen, ja. Spinner 1234, dankeschön fürs Abonnieren. Curryhans, danke für die 100 Bits, very much. Thank you. Woher kommst du, Anni? Inwiefern meinst du, woher ich komme? Ich bin in Deutschland geboren. Meinst du, aus welchem Land meine Eltern kommen? Wishlist ist leer. Ja. Ja. Es gab ein paar Leute, die haben die vor ein paar Tagen, Wochen mal geplündert. Und seitdem ist nichts mehr drauf.
Ich hab gedacht, du wolltest eine Kette kaufen mit einer Kugel. Ja, ich wollte so eine Perlenkette haben, aber es gibt irgendwie keine Perlenanhänger und ich habe meine Perlenohrringe verloren. Ich habe nur noch einen. Also die habe ich jetzt nicht drin. Ich habe nur noch einen, der andere ist weg und der Verschluss ist weg. Und ich bin aktuell zu geizig, um eine neue zu kaufen. Weil, ja. Herkunft, oui, oui. Meine Mama ist Italienerin und mein Papa ist Marokkaner. Und ich bin irgendwas dazwischen. Kette? Autsch. Ja? Kette? Ach so, weil es falsch geschrieben ist. Ich hatte, weil ich es irgendwie komisch ausgesprochen habe. Naja. Unglaublich, wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen, dynamischen alten Sekten aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung. Das ist extrem. Woher kennst du Vanessa? Von YouTube. Ist das so ein, kann man das sagen? Ich kenne sie von YouTube. Also, wann habe ich Vanessa das erste Mal gesehen? Das erste Mal, oh mein Gott, das erste Mal habe ich Vanessa gesehen. Ich dachte erst, sie hasst mich. Also, okay, ich muss das erklären. Das erste Mal habe ich Vanessa gesehen, da war ich bei Guten Morgen Internet für eine Woche und habe mit Kelly und Sturmi, da habe ich auch Kelly und Sturmi kennengelernt, by the way. Eine Woche war ich so Praktikantin bei Guten Morgen Internet und deswegen war ich dann da. Und an einem Tag war auch Vanessa da. Und ich weiß noch, an einem Abend hatte ich halt nichts zu tun und habe halt Kelly gefragt, hey Kelly, hast du Lust, heute Abend was zu machen? Weil ich bin alleine in Berlin und ich kenne hier niemanden. Also vielleicht können wir heute Abend irgendwie was essen gehen oder so. Und die war so, ja, voll gerne. Aber ich bin heute Abend schon mit Vanessa verabredet. Ich check das mal ab. Und dann war sie so, hey Vanessa, geht's mir nicht so gut? Sie wird lieber zu Hause bleiben, statt rauszugehen. Aber du kannst bestimmt herkommen. Und ich war so, ey, ich kenne Vanessa nicht. Ich würde mich jetzt ungern bei ihr zu Hause einladen, so, aber alles gut. Und dann haben wir uns quasi nicht getroffen und am nächsten Tag habe ich sie dann gesehen und irgendwas war, ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, wir wollten dann irgendwie doch ein YouTube-Video drehen, dann hatten wir doch keine Zeit und dann haben wir geredet, ich war so, ey, tut mir voll leid, weil kein Video oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, schon voll lange her. Jedenfalls haben wir dann nie wieder geredet, so in etwa. Und dann war ich vor kurzem in Berlin und dann habe ich über gemeinsame Freunde Vanessa getroffen und ja, dann waren wir essen, haben wir sehr lecker frühstücken, haben uns ganz gut verstanden, das ist alles. Ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupte, ich kenne Vanessa mega gut. Wir waren halt einmal länger frühstücken, haben viel und geredet, das war sehr nett. Wer ist Vanessa? Mal Wanne auf Twitch und auf YouTube. Drowny Games, danke. Hi, wollte nur mal Danke sagen. Deine Streams sind mega chillig und heitern mich extrem auf, wenn ich mal Matt bin, D8, und wollte dich mal fragen, ob du mir ein gutes Filament empfehlen kannst für den 3D-Drucker. Meins ist KKXD. Danke für die 5 Euro. Sekunde, ich lese noch ganz kurz vor. TikTok, dankeschön für die 100 Bits. Analog, danke für die 100 Bits. Creaser, danke fürs Abonnieren. Meldbrötchen, danke fürs Abonnieren. Drowny Games, danke nochmal für die 5 Euro. Vielen Dank, freut mich, dass dir das Stream gefällt. Gutes Filament für den 3D-Drucker. Ich habe das von, habe ich jetzt hier nicht stehen, das von Replicutter, das ist ein PLA-Filament. Wenn du ein PLA-Filament brauchst, ich finde das von Replicutter gut, aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich kann halt so unfassbar viel vergleichen, aber Replicutter macht halt, oder Sierra, oder mittlerweile hat sie wieder einen anderen Namen. Jedenfalls, Replicutter hieß sie damals, als sie das noch verkauft hat. Und das war sehr gut gewesen. Ich weiß aber nicht, wie sie gerade ist. Sie ändert irgendwie ab und zu ihren Username und dann ist es irgendwie ein bisschen schwierig, sie zu finden. Heißt sie jetzt Kuomori oder so? Kompliziert. Jedenfalls, ich glaube, Replicutter war es. Ja, das ist ganz gut. Ich habe damals einfach 3 Packungen gekauft, weil ich war so, na, habe ich es da und ich habe es immer noch da. Ja, ja. Irgendwelche Tipps gegen Pickelmale? Nee. Also ich muss sagen, ich habe halt echt heftige Akne gehabt in meiner Schulzeit. Und ich habe immer noch einige Pickel, also hier Kinn und so. Und hier unten ist immer noch bei mir immer noch Pickel, wenn ich Pech habe. Aber, und
Also ich hatte wirklich, kennt ihr so diese eine Person in der Schule, die so diese krassen Eiterpickel in der ganzen Fresse hattet, wo ihr dachtet, boah, das halt niemals ab. Das war ich. Das war ich. Und ich habe mir die immer aufgekratzt, ich habe mir die immer selber aufgedrückt, ich habe die mit einer Nadel so aufgepiekst, um die auszudrücken. Habe alles gemacht, was man nicht machen soll. Habe mir den ganzen Tag ins Gesicht gepackt mit dreckigen Händen und immer ist es einfach weggegangen und einfach abgeheilt. Soll man die nicht ausdrücken? Nein, man soll die eigentlich ausheilen lassen. Aber renn mal mit Eiterpickeln rum, das sieht so eklig aus. Deswegen, ich habe auch keine Skincare-Routine oder so. Ich creme mich halt ein, bevor ich mich schminke. Und schminke mich halt manchmal ab. Ja. Deswegen. Ja. Hast du Tipps für Streamer, die neu auf Twitch sind? Naja, also vor allem zwei, drei Sachen würde ich sagen, Streamer, die neu auf Twitch sind. Erstens, versuch dich mit Twitch auszukennen. Also, ich kenne so viele Leute, die anfangen zu streamen, aber halt null Ahnung von der Plattform haben. Also nicht mal wissen, was ein Sub ist, nicht wissen, was ein Raid ist, nicht wissen, wie man jemanden raidet, nicht wissen, was ein Abo ist, was ein Follow ist, all diese Sachen halt nicht kennen. Also, da kann ich nur sagen, versucht euch da vielleicht mal einzulesen und so ein bisschen herauszufinden, was ist. Einfach sich mit der Seite auskennen, viele andere Streamer angucken und einfach schauen, was andere Streamer machen, wo ihr sagt, hey, das finde ich cool und unterhaltsam. Das könnt ihr dann vielleicht bei euch in den Stream einlaufen lassen. Also, wenn ihr in den Stream reinkommt und sagt, hey, ich finde es mega cool, dass die Person so mega chillig und ruhig redet und halt irgendwie die ganze Zeit viel redet und irgendwie nett ist und viel auf den Chat eingeht, dann wisst ihr, okay, cool, das finde ich cool, das kann ich auch für meinen Stream zum Beispiel mitnehmen. Ja, also ich denke, das sind so, also auf jeden Fall mit der Plattform auskennen, einlesen, wissen, was ist. Zweitens mit viele verschiedene Streamer anschauen und sich einen Plan machen, wie man streamen möchte. Also es kann manchmal beängstigend sein, dass du die Kamera anmachst und plötzlich das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin gerade live und wenn jemand will, kann er in meinen Stream gehen und ich bin eigentlich alleine in meiner Wohnung, aber irgendwie ist jetzt eine Kamera an und man kann in meine Wohnung reingucken und man sieht mich, wie ich rede und so. Also das kann vor allem am Anfang komisches, beängstigendes, verunsicherndes Gefühl sein. Also erstmal damit einmal sich aber das verinnerlichen. Coolio, dankeschön für die 20 Euronen. Danke. Dankeschön. 20 Euröhnchen. Das ist aber sehr großzügig. Danke, 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 danke. Mach weiter so. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Und dankeschön noch für die Subs. Oh, 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 oh. Cedric, dankeschön fürs Abonnieren. Asuna Yuki, danke für 3 Monate. Hans Pfeffer, dankeschön für 10 Monate. Alpaka Mudin, dankeschön für die 100 Bits. Larry Lennox, dankeschön für 2 Monate. Copilot, danke fürs Abonnieren. Fabelinchen, danke für 7 Monate. Und dankeschön auch für den 10-Euro-Sub. Vielen herzlichen Dank. Wie hast du dich dazu entschieden, Streamer und YouTuberin zu werden? Das ist nicht so, zu man sich entschieden hat. Das ist einfach eine Sache, die entstanden ist. Irgendwie macht das Sinn. Danke, dass du für uns die chilligen Streams machst. Kannst du mir bzw. der Community sagen, was wir GEG an die LW machen sollen? Games, Streamen, YTV, Ideo und so weiter, danke im Voraus. Atoxien, danke für die 5 Euro. Ja, da können wir gleich mal ein bisschen drüber reden. Ich bin Meister im Dinge zu Hause tun, weil ich nie mein Haus verlasse, auch wenn kein Corona-Zeit ist. Hopperm, dankeschön fürs Abonnieren. Was wollte ich sagen? Ich war gerade noch kurz bei meinem Thema. Es ist nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und mir gesagt habe, Mensch, jetzt will ich aber YouTuber von Beruf sein. Ich werde jetzt YouTuber und Streamer von Beruf. Es ist so gewesen, dass ich einfach studiert habe und mir dachte,
Stream ist, glaube ich, cool und lustig. Ich glaube, ich probiere das mal aus. Weil ich voll gern Videospiele spiele. Und manchmal mit Freunden zusammen. Und manchmal mit Freunden Videospiele spiele. Es ist immer so lustig. Ich glaube, wenn man das mit anderen Leuten teilt, dann lachen die auch mit einem. Ich glaube, das ist cool. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Und habe es aber gemacht. Und genauso mit YouTube. Das war einfach, ey, ich habe so irgendwie blöde Videoideen. Und irgendwie habe ich Bock, das mal auszuprobieren. Also mache ich einfach mal was und lade das mal hoch und mal gucken. Und dann, keine Ahnung, haben sie dort angeguckt, haben es cool gefunden und dann ist es irgendwie so gelaufen. Was hast du als erstes gemacht? Ich habe zuerst Twitch gemacht. Wobei, naja, wenn du sagst, was habe ich zuerst online gemacht? Ich habe zuerst Cosplay gemacht und so Instagram und so. Und dann habe ich Twitch gemacht. Und dann habe ich YouTube gemacht. Ja. Es gab aber schon einen Punkt, an dem du dich zum Fulltime-Stream entschieden hast, oder? Ja, das war... Nein. Also, Ich bin zu keinem Zeitpunkt jemals Vollzeit-Streamer gewesen. Ich hatte immer noch ein zweites Standbein. Ich habe nie gesagt, okay, Stream, oh, das läuft ganz gut. Das ist jetzt mein einziges Einkommen. Es gab Zeiten, wo ich 4 Sachen gleichzeitig gemacht habe. Also, nur so am Rande. Ich habe erst studiert. Neben dem Studium, damit ich so meine Wohnung und so finanzieren konnte, habe ich noch selbstständig, freiberuflich als Darstellerin. Darsteller ist, glaube ich, das falsche Wort, oder? Halt so Entertainerin gearbeitet, sage ich mal. Also, ich war so als Prinzessin auf Kindergeburtstagen und habe dann mit den Kindern gesungen und gespielt und getanzt. Das habe ich während dem Studium gemacht. Und dann habe ich halt studiert, habe halt dieses Prinzessinnen-Ding gemacht und habe dann noch nebenbei angefangen zu streamen. Und irgendwann mal habe ich halt gemerkt, okay, Streamen läuft ganz gut und ich will da irgendwie mehr Zeit rein investieren und ich hasse mein Studium gerade, also Studium erstmal pausiert und gesagt, ich ziehe jetzt nach Köln, weil in Köln halt auch der Prinzessinnenjob war und ich musste halt immer mega weit fahren dafür. Deswegen habe ich dann mich nach Köln gezogen und habe dann den Prinzessinnenjob gehabt und damit halt so meine Miete bezahlen können und habe dann noch nebenbei gestreamt und Cosplay gemacht. Also Cosplay habe ich ganz vergessen, dass ich das noch gemacht habe. Das habe ich auch noch gemacht. Und mit Cosplay habe ich auch mein Geld verdient, indem ich zum Beispiel auf eine Messe gegangen bin, indem ich online Tutorials verkauft habe oder online, wie nennt man das, einen Shop hatte mit signierten Postern und so weiter. Da habe ich mit Cosplay Geld verdient, dann habe ich quasi noch Geld verdient mit Stream und Geld verdient mit meinem Prinzessinnenjob. Also auch so 3 Sachen gleichzeitig. Und das lief immer ganz gut, dass ich gesagt habe, okay, fuck auf diesen Prinzessinnenjob, das ist so viel Arbeit und es ist so eine Scheiße und ich hasse alles daran. Also habe ich dann immer gesagt, okay, fuck auf den Prinzessinnenjob, Cosplay und Stream läuft ganz gut, das mache ich jetzt erstmal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also Stream und Cosplay als Jobs und dann dachte ich mir, hey, machst du noch YouTube? Also habe ich noch YouTube angefangen. Ab dem Punkt, wo YouTube besser lief, habe ich halt die Arbeit, die ich bei Cosplay gemacht habe, reduziert und habe gesagt, okay, mehr Stream, mehr YouTube macht mehr Sinn, als noch so viel Zeit in Cosplay zu stecken, was nicht so viel Geld rausbringt und was so, so unfassbar viel Arbeit ist. Und dann hat man so entlang gehangelt. Haare frisch gemacht, Insta-Story und Discord-Benachrichtigung läuft heute nice, WUP, Bibidirbu. Bibidibu. Howard, dankeschön für die 5 Eurönchen, dankeschön. Und ja, Shipiodas, dankeschön für die 9 Monate, Eimgebilde, danke für 3 Monate. Schnips, dankeschön für 4 Monate. Majin, dankeschön fürs Abonnieren im 2. Monat. Watermelon, dankeschön für 5 Monate. Hopham, dankeschön fürs Abonnieren. Therapeut, dankeschön für 100 Bits. Und Blooming Devura, danke für 2 Monate. Danke, 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 danke. So.
so richtig durchgeschaut hast mit Stream, hast du letztes Jahr, als du fast jeden Tag angefangen hast zu streamen. Ja, mit dem Stream, ja, schon. Also, als ich gesagt habe, okay, ich investiere jetzt viel weniger Zeit in Privatleben. Also, wobei, was heißt das? Ab Anfang letzten Jahres, also so ab dem 1.1.2019, ab dem Punkt hatte ich halt endlich ein paar Angestellte. Und deswegen konnte ich halt so viel Arbeit abgeben, die ich halt mit YouTube teilweise hatte. Und dadurch hatte ich halt, also es ist ja nicht nur YouTube, die man an Arbeit hat. Durch das ganze Selbstständigen-Life hast du so viel Papierkram, den du machen musst, so viel, dass du zu Ämtern rennen musst, so viele To-Dos, die ständig erledigt werden müssen, so viel, dass du einkaufen musst für Videos und Co. Und das habe ich dann irgendwann mal, also Anfang 2019, also Ende 2018, hatte ich endlich so ein paar Angestellte, die mir halt bei einigem geholfen haben, sodass ich Anfang 2019 sagen konnte, okay, ich gehe jetzt all in, jeden Tag streamen, und dann ist der Stream halt nochmal krasser gestiegen, was echt nice war. Ja. Welche Prinzessin warst du denn? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Schneeprinzessin, Wasserprinzessin. Natürlich nichts, was von Disney oder so Rechte hat, aber alles, was ähnlich ist, denke ich mal. Es gibt ja keine Rente für YouTube oder Twitch. Hast du schon einen Plan nach dem? Ich habe eine Rentenversicherung. Lol. Hast du das Puzzle, was du von einem Viewer bekommen hast, eigentlich schon gestreamt? Nein, noch nicht, Digga. Ich habe so viel Stuff irgendwie, den ich gerne streamen würde. Aber für mich ist ja diese Quarantänezeit genau das, um einfach so viel aufzuholen. Glaubst du, 2020 wird noch schlimmer? Inwiefern schlimmer? Was meinst du? Ich habe heute aus Langeweile meinen Computer alles gelöscht und wieder eingerichtet, Leute. Was wolltest du früher werden? Was ich früher werden wollte? Ich wollte früher immer Modedesignerin werden. Das war so mein Traumjob, den ich voll lange nie jemandem erzählt habe, außer meiner Mama und meiner Schwester. War mir das nur so peinlich, weil alle mal gesagt haben, Anni, oh, you can't do that. Bettentesterin, das wollte ich auch eine Zeit lang werden. Das war in der Phase, wo ich dachte, ich habe nicht einmal eine Werbung im Fernsehen gesehen, wo es um Matratzen ging, und da stand Stiftung Warentest sehr gut. Und ich war so, Stiftung Warentest sagt sehr gut für eine Matratze? Das heißt, dass irgendwer diese Matratze getestet hat und dafür Geld kriegt. Ich will diesen Job. Stiftung Warentest, kann ich bitte bei euch als Matratzentester eingestellt werden? Und dann wollte ich irgendwie Matratzentester werden. Naja, klingt nach Prostitution, aber das meinte ich nicht. Ja. Braucht man für den Prinzessinnenjob bestimmte Voraussetzungen? Ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Macht das Sinn? Also, ich war da mal als Model gebucht, weil die ein Fotoshooting hatten für deren Website. Und da brauchten die halt noch ein Model, was Rapunzel sein sollte. Also, hatten die mich angeschrieben und meinten, hey, hättest du Lust zu modeln, du kriegst dafür irgendwie 100 Euro. Und ich war so, 100 Euro, Digga, nice, ein Tag Arbeit, ich bin am Start. Also bin ich halt hingefahren, hab halt dieses Shooting mitgemacht, und die fanden mich anscheinend gut. Und das meinten die so, hey, du hast das echt gut gemacht als Prinzessin, das sieht total gut aus an dir, willst du nicht für uns arbeiten? Und ich war so, ich war gerade in der Phase, wo ich halt unbedingt einen Job haben wollte und gerade eine Milliarde Bewerbungen rausgehauen hatte für Teilzeitstellen und Minijobs. Und ja, hab für die gearbeitet. Steuerfrei? Nicht steuerfrei. Schaust du eigentlich Germany's Next Topmodel? Ich habe keinen Fernseher. Gibt es noch Bilder von dir als Prinzessin aus der Zeit? Boah. Weiß ich gar nicht. Das war 2016? Ups, 2016, 17? Wann war das? Ich war 16? 15, 16 so? Kein Plan mehr, wann das war genau. Ich habe gar keine genaue Jahreszahl irgendwie im Kopf. So wie war schon einige Zeit her. Ich habe keine Fotos mehr davon auf dem Handy. Wenn ich suche, finde ich vielleicht noch so eine Autogrammkarte. In dem Autogramme geschrieben, als Prinzessin. War ein lustiger Job. Und wenn du Glück hattest, war er gut bezahlt. Wenn nicht, dann scheiße bezahlt. Wir haben halt 30 Euro pro Stunde bekommen.
was prinzipiell geil klingt, aber du arbeitest halt nicht 8 Stunden am Tag, du arbeitest halt so 2 bis 3 Stunden am Tag und du kriegst halt auch nur, du arbeitest halt auch nur so 1 Tag die Woche. Heißt, wenn du Glück hattest, hattest du so 3 Geburtstage am Tag, das waren dann so 90 Euro. Und wenn du Glück hattest, hast du dann Samstag und Sonntag Geburtstage gemacht, weil keiner feiert Mittwochs oder so Geburtstag. Alle Geburtstage sind nur Samstag und Sonntag. Heißt, wenn du richtig Glück hattest, hast du dann irgendwie Samstag und Sonntag jeweils 3 Geburtstage gemacht. Und dann kamst du so auf 90, 180 Euro pro Woche, was richtig geil ist. Aber das kam nicht oft vor. Vor allem war ich halt keine der Premium-Prinzessinnen, sondern nur eine der guten, der okayen Prinzessinnen, die man halt nimmt, wenn keine andere Zeit hat. Deswegen habe ich halt nicht so viele Aufträge bekommen. Es gab eine Zeit, wo voll viele Prinzessinnen gekündigt hatten, weil die Arbeitskonditionen halt so scheiße sind. Da habe ich richtig viel Geld verdient. Da habe ich in einem Monat mit diesem Prinzessinnenjob, ich glaube, 1000 Euro verdient. Das war so krass, weil ich halt 3 Tage die Woche, dann Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag 3, 4 Geburtstage hatte. Und das war richtig nice. Und dann, wenn du Glück hast, kriegst du auch noch Trinkgeld, ne? Also es gibt es nicht oft. Aber wenn Trinkgeld, dann war das Trinkgeld immer fett. Dann sind die so, hier, 50 Euro Trinkgeld. Viel Spaß. Das war schon nice. Vermisst du den Job? Kein bisschen. Es war Drecksscheiße. Ach, es war echt scheiße. Also es gab halt gute Sachen an dem Job und schlechte Sachen an dem Job. Was halt, das Coolste war halt, das Coole war halt, dass du mit Kindern arbeiten konntest. Und also das wirklich, was ich bis jetzt noch dran denke, weil es das schönste Gefühl aller Zeiten war der Job scheiße oder die Kinder? Die Kinder waren das Beste an dem Job, wirklich. Die Kinder waren das Beste an dem Job. Es gab so viel an dem Job, das scheiße, aber die Kinder waren das Beste. Das Beste ist, du bist als fucking Prinzessin verkleidet. Und du klingelst bei einem Kind, was Geburtstag hat und das weiß nicht, das ist eine Überraschung, ja? Und jemand macht die Tür auf, so, hä, noch ein Geburtstagsgast? Und es macht die Tür auf und es guckt dich an mit diesen riesigen Augen und ist einfach so, wie, Elsa? Woher weißt du, dass ich Geburtstag habe? Woher kennst du mich? Warum bist du hier? Oh mein Gott, Mama, komm schnell her! Und dann umarmen die einen und sind so, komm, ich muss dir alles zeigen. Das ist mein Meerschweinchen. Und guck mal, ich habe ein Poster von dir. Und du bist mein größtes Vorbild und ich liebe dich so. Und du bist so, oh Gott, ich möchte weinen, aber ich muss in der Rolle bleiben. Das ist halt so das Beste an diesem Job gewesen. Diese fucking naiven Kinder. Diese fucking naive Freude. Und das meine ich im besten Weg, in der besten Art, die man's meinen kann. Dieses fucking 6-jährige Kinder sind so naiv, dass sie wirklich glauben, dass dieses Fabelwesen aus dem Fernsehen jetzt zu deinem Geburtstag kommt. Die glauben das. Und das ist das Krasseste für die. Und das ist, like, stell dir vor, fucking, keine Ahnung, vom Tom Hanks kommt zu deinem Geburtstag und ist so, ich bin da, um dich zu überraschen. Ich weiß, du guckst ja meine Filme. Was geht ab? Lass uns singen und tanzen. Würdest du auch sagen, Bitch, what? Wer bist du? Aber diese Kinder, das war wirklich das Allerbeste an diesem Job, die Kinder. Was nicht so geil war an dem Job, war, du kriegst zwar 30 Euro die Stunde, aber auch, du kriegst nicht wirklich 30 Euro die Stunde. Du kriegst 30 Euro dafür, dass du eine Stunde einen Geburtstag machst. Aber eine Stunde einen Geburtstag machen beinhaltet mindestens eine Stunde lang fertig machen, Perücke, Make-up, du musst ein Foto an die Agentur schicken, wie du dich fertig gemacht hast, dann sagen die dir, hey, mach den Lidschatten noch so, mach die Perücke noch so, da sieht man noch ein bisschen was, Kostüm anziehen, dann musst du 2 Stunden irgendwo hinfahren, was mega nervig ist, 2 Stunden irgendwo hinzutrotten. Und dann hast du dann diesen Geburtstag, die Kinder eine Stunde lang und dann musst du wieder 2 Stunden zurück, dich im Auto umziehen, weil du eine andere Prinzessin sein musst für den nächsten Geburtstag. Und dann ziehst du dich im Auto um, mega stressig, musst dann weiterfahren und das war super, super nervig. Reisekosten wiederbekommen? Ja, zumindest. Aber, also wie gesagt, es sind dann 30 Euro pro Tag, pro Stunde. Aber auch nicht wirklich, weil die Anfahrtszeit wird nicht bezahlt, die Zeit, die du brauchst, um dich fertig zu machen, zu schminken, umzuziehen, dieser ganze Bums wird halt nicht bezahlt. Dann
Es wäre leichter, wenn jede Prinzessin ihr eigenes Kleid hätte, aber hatten wir nicht. Es gab nur, von jedem Kleid gab es nur eins. Heißt, es gab dann eine Oberprinzessin, die hat in Köln gewohnt und die hatte die ganze Kostümfundus bei ihr. Heißt, du musstest dann erstmal von zu Hause zu dieser Oberprinzessin fahren, dich eine Stunde bei dieser Oberprinzessin fertig machen, Fotos schicken, abwarten, nochmal eine halbe Stunde vergeht und dann musst du dann von der Oberprinzessin wirst du dann abgeholt von deiner Assistentin, weil es gab, also du bist als Prinzessin niemals alleine zu einem Geburtstag gegangen, viel zu gefährlich, es kam immer jemand, quasi noch eine Angestellte mit, ohne Kostüm, die dann auch geholfen hat mit, keine Ahnung, hier sind das Kinderschminken, baue ich dir schon mal auf, während du mit den Kindern da redest und dann machst du das Kinderschminken und dann baut die das ab, während du da mit den Kindern singst oder so. Ne? Also das war schon nicht geil. Und wir haben halt so oft mit denen geredet und waren so, ey Mann, wir sind so ewig immer unterwegs und ja, ihr erstattet uns die Fahrtkosten und dann kriegst du irgendwie 20 Cent pro Kilometer, den du fahren musst. Aber like, wir sind so lange unterwegs, können wir die Fahrzeit nicht bezahlt kriegen, weil, pass auf, das Krasseste ist halt gewesen, ich habe 30 Euro bekommen dafür, dass ich eine Stunde diesen Geburtstag geschmissen habe. Die Kunden haben 250 Euro bezahlt für eine Stunde Prinzessin kommt zum Geburtstag. Ihr könnt euch ausrechnen, was das für ein Prozentsatz ist für die Darsteller und was es für ein Prozentsatz ist für die Agentur, nur weil sie quasi halt vermittelt hat. Und vor diesem Hintergrund hast du dich halt irgendwann so verarscht gefühlt, weil du halt den ganzen Tag unterwegs bist. Für drei Geburtstage bist du 10 Stunden unterwegs. Kriegst dafür 90 Euro. Wenn du Glück hast, 120, wenn die noch Trinkgeld draufgeben, aber super selten. Und ja. Das ist halt nicht so geil gewesen. Hätte man 50-50 machen können oder so, wäre es geiler gewesen, aber das war es nicht. Und deswegen, ja. Was für ein Unterschied einer Premium-Prinzessin und einer normalen? Also da gab es keinen Unterschied, aber einfach die Mädels, die länger schon in der Agentur dabei waren, die wurden halt dann auch eher gebucht. Und ich war halt neu und wusste halt noch nicht so viel. Ich war halt eher so eine, ich nenne es mal, oh, wir haben zu wenig Leute. Wir stellen mal ein, wen wir können. Fall von Prinzessin. Ja. Ein Drittel Gewinnmarge ist aber normal. Nein, normalerweise hast du bei Agenturen hast du das nicht. Normalerweise kriegst du als Schauspieler, Darsteller kriegst du mindestens so 70%. 30% für die Agentur, fürs Vermitteln, 70% für die Leute, die da arbeiten. Das ist der normale Cut. Aber nicht, es ist nicht mal ein Drittel Gewinnmarge. Es ist bei 250 Euro, 30 Euro sind ja ein Sechstel weniger, ein Siebtel oder so. So, das ist halt damn fucking wenig. Also damn fucking wenig dafür, dass die Leute so viel gezahlt haben, ne? Circa ein Zehntel von dem bezahlten Geld bekommen. Ja, genau. 12,5%. Nice. Und das ist halt, das ist halt zu wenig. Das ist halt zu wenig, ne? Also, damals als Studentin war das so geil. Ich arbeite einen Tag und habe 90 Euro. Und ich arbeite zwei Tage und habe 180 Euro. Geil. Aber so, was die Arbeit eigentlich wert ist und wie viel Stress du deswegen hast und wie viele Stunden du unterwegs bist. Du bist halt so viele Stunden unterwegs. Und dafür hat es sich am Ende des Tages halt nicht so sehr gelohnt. Ich konnte meine Miete zahlen und das war halt ein Job, auf den ich Bock hatte. Das war halt cool, aber diese Agentur war echt nervig. Und auch, dass du immer noch so viel unterwegs sein musstest, weil du halt nicht einfach sagen konntest, hey, die Agentur sponsert für jeden ein Kostüm. So ein Kostüm kostet 150 Euro. Haben die nicht. Heißt, es gab nur ein Kostüm von jeder Prinzessin und das war immer bei dieser Oberprinzessin. Heißt, du musstest von dir zu Hause immer zu dieser Oberprinzessin fahren und von der Oberprinzessin erst zum Geburtstag. Und das war saunervig, weil die halt am Arsch der Welt gewohnt hat und du halt erst dahin fahren musst und von da aus dann irgendwo hin. Sehr nervig. Die Oberprinzessin, der andere Mafia-Boss, ja. Naja, jedenfalls, das war damals so mein Job, den ich gemacht habe. Es war ganz cool. Also, gab halt viele nice Sachen, ja. Gab es auch männliche Prinzessinnen. Wir hatten einen männlichen Mitarbeiter. Aber der hat nur super selten was gemacht, weil du konntest halt Prinzessinnen buchen für Mädchen-Kindergeburtstage. Und du konntest halt
Piraten buchen für Jungs Kindergeburtstagen. Wurde, hab noch nie in meinem Leben erlebt, dass ein Pirat gebucht wurde. Einmal, wo wir auf einer Hochzeit waren, da wurde ein Pirat gebucht. Aber das war's. Naja. Naja. Annie, wie ist es in einer männerbeherrschten Welt wie Twitch als Frau erfolgreich zu werden und zu wachsen? Ich könnte mich jetzt beschweren und sagen, dass es so hart gewesen ist und man so viel Sexismus gegenübersteht und dass alles so kompliziert ist und ich wünschte einfach nur gleichberechtigt zu werden, aber ist es so schlimm? Ich meine, was halt nervig ist, ich sitze hier im Pulli und trotzdem kommen Leute rein und sagen, show tits. Ist halt nervig, die werden geblockt und dann war's das. Also, kann man jetzt ein größeres Thema draus machen, als es sein müsste. Ich bin mir sicher, es gibt viele Mädels, die da ein bisschen mehr drunter leiden als ich. Ich habe da früher mehr drunter gelitten als jetzt, weil früher hatte ich halt viel weniger Zuschauer. Heißt, wenn dann ein paar Leute reinkamen, die halt Hurensöhne sind, ist es halt krasser aufgefallen. Jetzt bei 2000, 3000 Zuschauern, wenn da ein paar Leute reinschreiben, Show Tits, Show Veganer, bitte kann ich dich ficken, lustig. Das wird halt so schnell getimeoutet, gelöscht, gebannt. Das lese ich gar nicht mehr, deswegen ist es mir Wayne. Nö. Nee, ist nur doof, wenn man nicht so vorteilhaft aussieht. Ich sehe auch nicht vorteilhaft aus, wenn ich morgens aufstehe. Ich bin heute 10 Stunden beim Friseur gewesen, also. Man tut schon einiges, um dann so auszusehen, damit man auf Twitch nicht totgemobbt wird, ne? Papa Schlumpf, danke für die, nee, lol, das war's gar nicht. Papa Schlumpf war gerade 5 Euro. Oh, vor 9 Minuten, das habe ich gar nicht gesehen. Nicht vor Oberprinzessin. Steinsgate, danke schön für die 5 Euro. Vivian Cheyenne, danke für die 2 Monate. Bruder Henrik, danke schön für 5 Monate. Papa Schlumpf, danke für die 5 Euro. Beste Streamerin, danke schön. Shadow, danke für die 3,50 €. Du bist echt ein Vorbild. Danke schön. Happy Snarky, danke fürs Abonnieren. Legurk, danke fürs Abonnieren. Elementato, danke für 16 Monate. Blooming Devura, danke für 2 Monate. Therapeut, ach, das habe ich schon vorgelesen. Naja, wie gesagt, gibt bestimmt Mädels, die da mehr drunter leiden. Ich komme klar, keine Ahnung. Meine Community ist aber halt aber auch fucking nett. Man hört halt, wie andere, meistens männliche Streamer, nicht so nett sind, wenn sie über einen reden und halt sehr krass diese Sexismus-Schiene fahren. Okay. Okay. Wenn man nicht totgemobbt wird, das sind mit Sicherheit einige, die mir zustimmen würden, weniger Schminke und Auftragen kommt besser an. Oh, Bro, du hast keine Ahnung. Ich streame sehr oft ungeschminkt und glaub mir, der Chat ist nie so schlimm, wenn ich ungeschminkt bin. Weil wenn ich ungeschminkt bin, ist der ganze Chat voll mit, du siehst müde aus, du siehst krank aus, lol, du bist ja voll hässlich ungeschminkt, lol, du bist ja voll dieses, lol, du hast da Pickel, lol, du hast dieses, bla bla bla. Also, glaub mal. Und dann gibt's Leute, die da halt nicht so Bock drauf haben. Und wenn du halt ein Selbstbewusstsein hast, das ein bisschen fragiler ist, dann ist das ein bisschen schwieriger. Und das ist halt eine Sache, die bei männlichen Streamern nicht so krass ist. Du kommst halt bei weiblichen Streamern rein und du siehst sehr viele Kommentare zum Aussehen und du kommst bei männlichen Streamern rein und du siehst nicht so viele Kommentare zum Aussehen. Als ob es super wichtig wäre, wie ich aussehe, was ständig jemand darüber kommentieren muss, ob mich hübsch oder hässlich findet. Bei männlichen Streamern hast du es halt nicht so viel. Da gehst du rein und da juckt es niemanden, ob die Person hübsch ist oder nicht. Da schaut man nur auf den Content. Bei Mädels schaut man erst aufs Gesicht, dann auf die Titten oder andersrum. Und dann auf den Content. Und das ist halt schade, aber das ist nichts, was ich beeinflussen kann. Das ist halt die Zuschauerschaft. Also versuche ich einfach nett zu sein und mein Ding zu machen und ich selbst zu sein. Und wer bleiben will, der bleibt. Und wer sich auf meinen Stream einen runterholen will, der,
kann das sehr gerne machen, aber... Also, mich juckt das halt nicht wirklich, ne? Guckt sich halt niemand gerne Männer an. Naja, dafür haben halt auch die Männer die meisten Viewer, ne? Aber es schauen schon Leute sehr gerne Männern zu. Aber niemand kommentiert deren Aussehen. Ich glaube, unter ungeschminkt verstehen die meisten Jungs leicht geschminkt. Das kommt dazu. Sehr offen. Ja, pff. Also, wie oft ich mir schon anhören musste, oh mein Gott, du hast nur so viele Zuschauer, weil alle nur sich eine runterholen, während sie sich dich angucken. Und das ist der einzige Grund, warum du Zuschauer hast. Und das von Streamern, großen männlichen Streamern, wo ich mir denke, dann ist das halt so. Like, dann ist das halt so. So, also ich finde nicht, dass ich mich jetzt großartig so gebe, als würde ich das jetzt sehr, sehr provozieren. Und wenn es reicht, wie ich hier sitze und mit euch rede, dass Leute so vor der Kamera sitzen und nicht anders können, dann okay. Okay. Hauptsache, ihr lasst einen Twitch Prime Sub da. Wenn du schon zu meinem Stream masturbiert hast, sei so nett, lass einen Twitch Prime Sub da. Dann fühlen wir uns beide gut dabei. Wie viele Nanoliefs hast du insgesamt? Boah. 30 oder so? Ich müsste jetzt zählen, wahrscheinlich mehr als 30. Aber ich habe viele, viele, viele geschenkt bekommen. Einige habe ich mir gekauft, einige habe ich von Zuschauern geschenkt bekommen, weil ich halt mir erstmal so 9 oder 12 gekauft hatte und die halt mega cool fand und mich halt sehr offen im Stream darüber gefreut habe, wie cool ich die fand. Und dann haben halt einige Zuschauer gesagt, cool, ich will dir eine Freude machen, hier hast du noch ein paar Nanoleafs. Und dann, weil die halt so präsent in meinem Hintergrund sind, war Nanoleaf selbst irgendwann so, hey, das sind viele Nanoleafs, brauchst du noch welche? Willst du noch welche? Und ich war so, ja! Deswegen, also, ich habe nicht 10.000 Euro dafür ausgegeben. Ja. Und dann hat Nanoleaf geliefert. Nanoleaf geliefert. Oh boy. Oh boy. Rockefeller, danke, dass du dein Geschenk-Abo verlängerst von Selme. Vielen herzlichen Dank. Also Richtung bald Full Nanoliefern. Das wäre schon sick, aber... Nee. Wir müssen aber bald endlich mal diese Pakete auspacken, diese Regale aufbauen und diesen Hintergrund einrichten. Und wir haben bald Zeit wegen dieser Quarantäne-Sache. Also vielleicht machen wir einfach bald dieses Stream-Umorganisierungs-Aufbau-Bums. Rockefeller! Boy! Dankeschön! Boy oder Girl, ich weiß es gar nicht. Aber Rockefeller, Dankeschön. Ehrenente. Danke für die 5 verschenkten Subs. Kurodo, Niklas, Waldoppel, Nova, Krümel. Bekommen Entenfamilie. Habt einen Sub bekommen von Rockefeller. Außerdem Phantom XBU. Danke fürs Abonnieren. Malai, danke fürs Abonnieren. Alex Pate, danke fürs Abonnieren. Real in Yasha, danke für 2 Monate. Bitte, dann bin ich vielleicht auch motiviert, bei mir aufzuräumen. Ey, ich muss so viel ausmisten. All diese Schränke sind voll mit Scheiße und unsortiert. Ich habe so viele neue Schränke gekauft. Ich habe einen neuen Akkuschrauber mir gegönnt, weil ich habe Möbel aufgebaut und mein Akkuschrauber ist ein Haufen Scheiße. Also habe ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir einen von Bosch geholt. In der Hoffnung, dass er keine Scheiße ist, weil, ey, ich hatte so einen billigen für 30 Euro, 20 Euro, so richtig billiges Ding, aber der sah halt gut aus und der ist laut, aber der schraubt keine Schrauben rein. Heilige Scheiße, ich musste alles per Hand in diese Möbel reinschrauben, das hat gar nicht funktioniert. Ja, Bosch ist gut, ja, Bosch ist gut. Ich habe mir 2 sogar gekauft. Ich habe mir einen so ein Mini-Ding gekauft und einen so einen etwas größeren.
Einen für 150 und einen für 40, 30, so einen Dreh. Dachte mir, gönnst du mal, weil gar kein Bock mehr auf diese Drecksakkuschrauber, die nie funktionieren. Ja, ja, Makita ist besser, aber auch ein bisschen teurer. Und ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit allen Werkzeugen und Geräten und Co., die ich von Bosch habe. Deswegen dachte ich mir, bleibe ich dabei. Bosch XO, genau, den habe ich auch jetzt. So ein kleines Ding halt für, ja. Die Farbe ist bei Bosch entscheidend. Ich habe einen grünen geholt, nicht die blauen. Ich wusste nicht mal, dass es von Bosch blaue Sachen gibt. Ich habe nur grün. Ich probiere es mal aus. Wenn der scheiße ist, dann schicke ich den zurück für 150 Euro. Nee. Wenn der kacke ist, dann nicht. Rockefeller, nochmal 5 Subs. Oh boy. Oder oh girl. Schon wieder. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Willkommen. Nochmal 5 Leute. Dirk, Digger, King Hoshi, Soldatenfrau, Lele und Plexpanzer. Vielen, vielen Dank, Rockefeller, für die 5 verschenkten Subs. Hannes, Dankeschön für den verschenkten Sub an Fancy. Eli, danke fürs Abonnieren. I am Patrick Official, danke fürs Abonnieren. Der Eisbärhund, Dankeschön für 3 Monate. Real Inuyasha, Dankeschön für 2 Monate. Execution, danke fürs Abonnieren. Und Momsedomse93, danke fürs Abonnieren. Und King Hurensohn, danke auch an dich fürs Abonnieren. Die Blauen lohnen sich auch eher für Handwerker, die jeden Tag einen in der Hand haben und brauchen. Ja, ey, ganz ehrlich, Bosch Grün ist für zu Hause völlig ausreichend. Wenn man jeden Tag stundenlang damit arbeitet, ist natürlich was anderes. Ja, aber ey, wie oft baue ich Möbel auf und was baue ich für Sachen auf? Ja, ich habe nur Bock, mir was Vernünftiges zu haben, das halt, keine Ahnung, 2, 3, 4 Jahre vielleicht hält, damit ich halt vielleicht 10-mal was aufbauen kann oder so. Ich muss jetzt keine 400 Euro für einen Akkuschrauber ausgeben, damit ich etwas habe, was gut ist. Da kriegt man schon billigere, die gut sind. Actually, bis dato der beste Akkuschrauber und Bohrer, den ich je hatte, war so ein 2-in-1 Ding, also Akkuschrauber und Bohrer von Ikea für 20 Euro. Ich weiß noch, damals, wo meine Mom und ich, wir sind relativ gleichzeitig ausgezogen und ich hatte eine eigene Wohnung, sie hatte ihre eigene Wohnung und also von meinem Dad quasi weggezogen. Und wir waren dann bei Ikea und haben ein bisschen Stuff geholt und dann haben wir diese Bohrmaschine von Ikea gesehen und wir waren so, soll man eine kaufen? 20 Euro, wenn die scheiße ist, dann haben wir nicht so viel verloren, aber wir haben halt kein Werkzeug zu Hause, weil wir halt gerade unseren gesamten, ganzen Haushalt komplett neu organisieren, also holen wir das mal. Mit diesem kleinen, das ist so ein großes Ding gewesen, ja? Mit dieser winzigen Ikea-Bohrmaschine für 20 Euro habe ich all meine Möbel aufgebaut. Ich habe durch all meine Wände durchgebohrt. Ich habe Schränke aufgehangen. Ich habe Regale aufgehangen. Ich habe einen großen Badezimmerschrank aufgehangen und gebohrt. Alles zusammengeschraubt. Dieser Akkuschrauber von Ikea ist so gut für 20 Euro. Halleluja. Also, kann ich nur empfehlen. Naja, aber nach so 3 Jahren oder so ist jetzt auch mal am Arsch gegangen. Hast du ein paar Buchempfehlungen? Boah, ich lese so wenig, weil ich nicht so gut lesen kann. Das klingt jetzt so, als ob ich nicht lesen kann, aber ich kann mit meinen Augen kann ich nicht so gut lesen, weil mir wird immer schwindelig, wenn ich lese. Deswegen, keine Buchempfehlung wirklich. Aber Nino Taku hat aktuell ein Buch geschrieben. Herz aus Stern heißt das. Und das soll sehr, sehr, sehr gut sein. Und YouTuber empfehlen, Anime-YouTuber empfehlen. Kann man immer machen. Check das mal ab. Ist wohl so ein bisschen Ghibli-mäßig. Also wenn du so Ghibli-Stuff magst, dann würdest du wahrscheinlich das Buch von Nino Taku gut finden. Er hat mir einiges darüber erzählt. Das klingt sehr interessant. Also, ja. Momsedomse, dankeschön für die 300 Bits. Wodidak, dankeschön für 2 Monate. Eva Score, oh mein Gott, Eva, du Süßi, dankeschön fürs Abonnieren. Oh, du Cutie. Eva. Das ist Eva, bei der ich heute 10 Stunden gewesen bin für meine Haare. Rockefeller, danke für den verschenkten Sub an Mipa. Momsedomse, nochmal 200 Bits, dankeschön. Ambrosie Kevin, danke für 7 Monate. Teflon, dankeschön fürs Abonnieren. Execution, danke für 100 Bits. Kutte, dankeschön. Nein, Kutte hat einen Sub bekommen von Momsedomse und Momsedomse noch einen im Nixtee.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und DSA Zorro hat auch noch zwei im zweiten Monat abonniert. Execution, 300 Bits. Adventox hat abonniert. Dankeschön. Und Kurt99 verschenkt noch einen Sub an Nevitrona. Es hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn los mit euch? Dankeschön. Wenn man keinen Bock zu lesen hat, sagt man, dass man Augen wehtun beim Lesen. Dann Joke, ich weiß, dass es ernst war. Ich habe früher unfassbar gerne gelesen, aber also mittlerweile kann ich es einfach nicht mehr. Ich höre dann gerne Hörbücher, aber lesen, ich kann einfach nicht lesen. Es ist total bescheuert. Immer wenn ich ein Buch lese, dann muss ich mich so doll angestrengt konzentrieren, damit ich A, verstehe, was ich lese, und B, nicht in der Zeile verrutsche. Das klingt so bescheuert. Deswegen bin ich ein bisschen schwierig. Keine Ahnung. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ja. Beherrschst du irgendwelche Fremdsprachen? Einige. Ich kann Englisch, ich kann Französisch, ich kann Italienisch und ich kann Spanisch. Das gleiche Problem, ja. Ja, nee, leg nicht an Kontaktlinsen. Mit Brille kann ich schlechter lesen. Also wenn ich mit Brille lese, dadurch, dass meine Brille halt so unfassbar stark ist und die Lichtkrümmung so unfassbar stark ist, sind halt die Zeilen, wenn ich halt so lese, sag mal, ich liege so und ich habe das Buch nicht so vor meinem Gesicht, sondern habe es halt slightly unten und gucke runter zum Lesen. Das geht mit Brille nicht, weil dann sind die Zeilen halt nicht gerade, sondern so, also so nach unten gecurved durch die krasse Brechung von meiner Brille. Was ein bisschen blöd ist, weil ich halt eine sehr, sehr, sehr starke Brille habe. Also mit Kontaktlinsen geht es schon besser. Ah, naja. Naja. Wie war das dann im Studium wegen deinen Augen? Ich habe relativ viel Glück gehabt, dass ich im Studium nicht so viel lernen musste, um Sachen zu verstehen. Oder generell jemals. Das hat bei mir immer irgendwie funktioniert, dass ich irgendwie. Ja. Kannst du den Stuff aus deinem Studium? Nee, ich glaube nicht. Wer weiß, vielleicht wenn ich mich einlesen würde, vielleicht dann wieder. Aber damn, Alter, ich habe gar nichts mehr im Kopf. Julian! Dankeschön! Morgen Stardew Valley, morgen Stardew Valley, morgen Stardew Valley. Ja, morgen spielen wir. Ich brauche morgen spielen wir Stardew Valley, Joe. Danke für den Raid. Willkommen, Leute. Wir reden gerade darüber, dass ich dumm bin und nicht lesen kann. Habt ihr das auch? Keine Ahnung. Also ich würde sehr, sehr, sehr gerne mal wieder ein Buch lesen, aber ich krieg's einfach nicht gebacken, weil wenn ich lese, muss ich mich unfassbar, also ich habe so wenig Lesekompetenz, heißt, sagen wir, ich lese eine ganze Seite, dann kann es sein, dass ich die ganze Seite gelesen habe, Buch wegtue und mir denke, worum ging es gerade? Keine fucking Ahnung. Ich habe die Wörter gelesen, aber ich habe nicht verstanden, was ich gelesen habe währenddessen. Macht das Sinn? Das ist halt ein Problem, was ich habe. Und das zweite Problem, was ich habe, ist halt, ich lese und ich muss so doll mich beim Lesen konzentrieren und mir merken, was in der Zeile steht, damit, wenn ich in die nächste Zeile gehe, ich nicht in der Zeile verrutsche. Und da kriege ich so schnell Kopfschmerzen von. Ich kann dann nur mit Lesezeichen dann drunter und dann immer eine Zeile runterschieben. Und das macht keinen Spaß. So zu lesen macht halt keinen Spaß. Deswegen habe ich keinen Bock drauf. Üben. Also früher ging das besser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass meine Augen seitdem sehr viel schlechter geworden sind. Vielleicht liegt es daran, dass ich ADS habe. I don't know. Es könnte Milliarden Gründe haben. Schieben wir das auf meine Augen. Das lässt mich weniger doof vielleicht dastehen. Nutzt du einen PC oder zwei PCs zum Stream? Einen PC. Ich finde das mit dem Kindle zu lesen ist ganz gut. Da kann man auch die Schrift und so groß stellen.
Habe ich noch nie versucht, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie auf einem E-Book gelesen. Meine Mom liest aber sehr gerne auf einem E-Book. Also meine Mom ist so eine richtige Leseratte, wie man es halt sich so von Müttern vorstellt. Sie ist so richtig, Mom liest viel. Und sie liest halt so unfassbar viel. Und ja, ich habe ja auch schon Milliardenmal so ein neues E-Book und so geholt. Wenn dann ein neues rauskam, war sie so, Anissa, ich habe ja bald Geburtstag. Es kam ein neues E-Book raus. Es ist noch leichter und noch technisch besser. Ja, who knows. ADS ist schwierig bei sowas. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Ich mag Audible, weil ich auch nicht richtig durchziehen kann beim Lesen. Ey, Hörbücher sind nice, aber ich habe es bis jetzt geschafft, ein Hörbuch zu hören. Ich finde es sehr schwierig, mich auf ein Hörbuch zu konzentrieren. Ich finde es sehr schwierig, mich auf nur Hören zu konzentrieren. Wenn ich nicht dazu was Visuelles habe, dann ist ein Hörbuch so, du hörst das Hörbuch, bist so, oh, interessant. 5 Sekunden später, es ist eine halbe Stunde vergangen. Worum ging es gerade nochmal? Ich habe nur ganz kurz über was anderes nachgedacht. Was? Ich muss nochmal kurz zurückspulen. Wo war ich? Ich kann mich an nichts von all dem erinnern. Oh mein Gott. Okay, ich spule weiter zurück. Ah, okay, das kommt mir bekannt vor. Ich höre mal weiter. Sehr anstrengend. ADS ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ihr könnt es googeln. Kurzform ist, dass man sehr große Schwierigkeiten hat, nicht abgelenkt zu werden, basically sich auf eine Sache zu konzentrieren. Naja, es gibt ADS, es gibt auch ADHS, das ist dann quasi, wenn man noch hyperaktiv dabei ist. Ich bin nicht hyperaktiv. Ich habe nur Probleme, mich zu konzentrieren. Ich bin einfach nur, naja. Also, liebe Andi kann weder lesen noch hören. Ja, riechen und fühlen, ja. Ja, naja. Interessante Frage, weshalb die In-Ear und nicht die Over-Ear? Ich finde, das sieht besser aus. Ich hasse das, wenn ich so fette Kopfhörer trage und die meine ganzen Haare platt drücken und das nach einem langen Stream tut dann immer hier oben mein Kopf weh. Hier ist alles so heiß und verschwitzt. Ich hasse es. Hattest du eine Zahnspange? Bro, ich hatte den Endgegner der Zahnspangen. Ich hatte hier oben und unten so ein Pferdegeschirr, was du über den ganzen Kopf hinten und oben und unten rum so ziehen musstest. Ich sah aus wie ein Albtraum. Wenn ich damit, ich habe es nicht in der Schule getragen, obwohl ich es musste. Katastrophe. Ich habe das so nachts getragen, aber ich habe mich so geschämt, weil du hast halt diese Drähte, die halt an deinem Gesicht entlang gehen, damit die Zähne so nach hinten gezogen werden. Heißt, du pennst damit und du machst am nächsten Tag auf und du hast halt diese krassen Abdrücke in der Fresse von dieser Zahnspange. Das war ein Albtraum. Ich habe es gehasst. Oh, ich habe es gehasst. Gesichtsbogen hieß das so? Boah, so lange her. Bleh. Bleh. Wie sind deine Wurzeln jetzt eigentlich genau, also herkommt? Ich bin in Deutschland geboren. Meine Mutter ist in Italien geboren und mein Papa ist in Marokko geboren. Die sind beide irgendwann mit so... Ne, meine Mom ist mit 2 Jahren nach Deutschland gekommen, mein Dad mit 15 und irgendwann haben sie sich in einer Disco getroffen. Heute die Geschichte, wie meine Eltern sich kennengelernt haben. Es ist so cheesy, ich habe sehr lange nicht geglaubt, dass es stimmt, aber es stimmt. Meine Eltern waren beide in einer Disco, meine Mom war tanzen, mein Dad war tanzen, meine Mom ist gestolpert über ihre Absätze, ist rückwärts gefallen, mein Dad hat sie aufgefangen und in dem Moment, wo er sie aufgefangen hat, haben sie sich ineinander verliebt. Er hat ihr an dem Abend noch einen Heiratsantrag gemacht. 20 Jahre später haben sie sich scheiden lassen, aber sehr romantische Geschichte. Warte, wirklich? Ich schwöre auf alles. Ja. Also, er hat ihren Heiratsantrag gemacht an dem Abend. Sie hat ja gesagt. Sie ist nach Hause gegangen
ohne zu wissen, wer er ist. Und dann hat sie gesagt, treffe ich ihn wieder. 2 Wochen, 3 Wochen später hat sie ihn dann wieder getroffen. Und ab dem Moment waren die halt zusammen und instant verlobt. Und haben dann halt 4 Jahre später erst geheiratet, aber sie waren halt instant verlobt. Ja, ja. Aber ich schwöre auf alles, es ist so passiert. Das ist ja schon fast ein Film. Es klingt wie ein Film, aber manchmal, wenn ich mir vorstelle, wie in dieser Disco sind, wo wahrscheinlich irgendeine asoziale Scheiße läuft, Milliarden Leute, alle verschwitzt und mega besoffen, und ich fällt hin und mein Dad ist so, und meine Mama so, und dann sind die so, willst du mich heiraten? Ja, voll Bock drauf. Okay, und dann geht sie weg und geht nach Hause und sagt zu ihrer besten Freundin, ich glaube, ich bin verheiratet, ich glaube, ich bin verlobt. Und die so, ja, mal gucken, du hast den Trip heute erst kennengelernt. Und meine Mama so, nein, ich bin mir sicher, ich werde den heiraten. 2 Wochen später haben sie wieder getroffen und dann, naja, hat ein bisschen später geheiratet. Wie ist es eigentlich, wenn sich deine Eltern scheiden lassen? Och, für mich war es geil. Ich habe meinen Dad gehasst. Wir haben alle meinen Dad gehasst. Der war ein Hurensohn. Also, not cool gewesen. Und das war halt so, meine Schwester und ich haben meiner Mom ungefähr seit der Grundschule jeden Tag gesagt, Mama, wann trennst du dich von Papa? Und die war so, ich verstehe das nicht, wir lieben uns. Er wird sich irgendwann ändern. Wir waren so, Mama, bitte. Und sie war so, Und irgendwann mal hat sie sich von ihm getrennt. Ich glaube, da war ich 16, 17, 18, ich weiß nicht mehr genau, so um den Dreh, 16. Also die waren immer so ein bisschen getrennt, aber eigentlich doch zusammen und, wird sich ändern, oh, doch nicht. Und dann irgendwann mal haben die sich getrennt und meine Mama war so, ich wünschte, ich hätte auf euch gehört, wer hätte gedacht, dass ihr mit 8 so viel schlauer seid als ich. Und wir waren so, Mama, komm schon. Schon heftig, was war so schlimm an ihm. Da muss man nicht so ins Detail gehen. Aber alles, was du dir vorstellen kannst, was eine Person schlimm machen, was eine Person schlimm macht, also literally alles, was du dir vorstellen kannst, all das. Ah, naja. Was war das Witzigste, wo du von deinen Eltern Ärger bekommen hast? Von meiner Mom habe ich fast nie Ärger bekommen, weil ich halt ein fucking vorbildliches Kind war. Also, das sagen alle, aber ich bin ein fucking vorbildliches Kind gewesen. Ich habe nie was Verbotenes gemacht, ich habe nie gelogen, ich war immer pünktlich zu Hause, ich habe meine Eltern immer respektvoll und nett behandelt. Deswegen habe ich halt von meiner Mom nie Ärger bekommen. Von meinem Dad habe ich wegen dem Scheiß Ärger bekommen. Ich habe einmal von meinem Dad Ärger bekommen, weil ich, wir haben geredet und ich dachte, das Gespräch wäre zu Ende, weil er war nur so, hey, wo ist die Fernbedienung? Und ich war so, ich glaube, da unten. Und habe mich halt umgedreht und wollte in mein Zimmer gehen, weil er halt jetzt Fernsehen wollte, ich was anderes machen wollte. Und er war so, was wagst du es, dich umzudrehen, während wir reden? Und ich war so, hey, sorry, ich dachte, das Gespräch wäre vorbei. Ich bin da, was gibt's? Und er war so, fick dich. Und naja. Ja. Deswegen, Hurensohn, naja. Hast du Kontakt mit deinem Dad? Klar, wir treffen uns jeden Sonntag zum Brunch. Natürlich nicht. Oh. So einen hatte ich auch, mein Beileid. Naja. Weiß dein Vater, was du heute so machst? Bestimmt? Aber keine Ahnung. Das letzte Mal habe ich den vor Gericht gesehen, also. Lustig, wie du damit umgehst.
Ja, kennt ihr diese Coping Mechanisms? So dieses Dinge, die schlimm sind, da macht man einfach Witze drüber, um das irgendwie zu verarbeiten. Funktioniert ganz gut. Yo, Bro, ich muss euch jetzt nicht genau erzählen, was er gemacht hat. Ich glaube, Arsch reicht. Arsch, Wichser, Hurensohn. Whatever it is. Kannst du auch Italienisch? Ja, natürlich. Ich habe sogar einen Abschluss in Italienisch gemacht. Ich war in so einem fucking Gebäude in Köln und habe so eine Abschlussprüfung geschrieben und so eine Note bekommen. Ich habe so ein Zertifikat, du kannst Italienisch. So 8 Jahre diesen Bums irgendwie in der Schule gemacht. Oui, oui. Oui, oui, war Französisch. Naja, so viel zum Thema, ich kann Italienisch. Wenn du ein Megafon hättest und eine Sache sagen könntest, die jeder Mensch hören würde, was würdest du sagen? Wascht eure Hände, nachdem ihr draußen wart und bevor ihr was esst. Noch Kontakt zu Großeltern? All meine Großeltern sind tot. Aber zu denen arabischer Seite hatte ich halt, marokkanischer Seite, hatte ich halt nie so großartig Kontakt, weil die halt kein Deutsch konnten. Deswegen war es nur so, oh, hi. Geht gut? Hm, geht gut. Ja. Und dann labern die immer auf Arabisch und wahrscheinlich beleidigen die dich dafür, dass du kein Marokkanisch kannst und du bist so, geht gut. Wasser? Tee? Eher Tee als Wasser. Und dann gehst du halt. Deswegen. Ja. Geht so. Würdest du denn gerne wieder Marokkanisch lernen? Also es gibt nicht wirklich Marokkanisch, es gibt nur Arabisch und Marokkanisch ist quasi sowas wie so Dialekte, davon gibt es irgendwie so 3 Stück in Marokko, die alle komplett anders sind. Ich glaube, das kann man auch nicht, das wird auch nicht in der Schule oder so gelehrt, da lernt man nur Arabisch. Ich war eine Zeit lang in einer arabischen Schule, aber es bringt halt nichts, dein Kind in eine arabische Schule zu stecken für Muttersprachlerunterricht, wenn du noch nie mit deinem Kind Arabisch geredet hast. Was halt ein Problem ist. Deswegen, also meine Mama hat immer schon mit mir Italienisch geredet. Irgendwann bin ich dann, sobald ich in die 1. Klasse der normalen Schule gekommen bin, bin ich auch in die italienische Schule gegangen, bis zum Abitur. Oder bis zur 10. musste ich dahin. Und hab dann auch diesen Abschluss dann da gemacht. Und mein Dad war so, ich will auch, dass die in eine arabische Schule geht. Und ich war so, Papa, ich kann kein einziges Wort Arabisch. Was soll ich in einer Muttersprachlerschule, wo alle zu Hause Arabisch mit ihren Eltern reden und nur so Rechtschreibung und Grammatik lernen? Was soll ich da? Ich kann kein einziges Wort. Ich weiß, ich kann ein Wort. Ich kann ein fucking Wort auf Arabisch. Was soll ich in dieser Schule? Du musst das lernen. Aber jetzt habe ich noch 4 Jahre in dieser arabischen Schule verschwendet, ohne ein Wort zu können. Naja, welche Sprache würdest du am liebsten sprechen können? Ich denke Chinesisch. Ich glaube, damit kann man einiges machen. Ich glaube, Chinesisch wäre geil. Ich würde auch gerne sowas wie Russisch können. Also irgendwas, was halt so weg ist. Ich kann halt nur Deutsch, Englisch und so all diese romanischen Sprachen. Aber ich würde so gern so Russisch würde ich gern können. Chinesisch würde ich gern können. Aber halt nicht so gern können, dass ich mich hinsetze und anfange, das zu lernen. Aber so einfach können wäre halt cool, ne? Japanisch wäre cool. Japanisch so richtig gut können, dass man so Anime ohne Untertitel gucken kann. Das wäre schon cool. Ansonsten, naja. Japan? Fucking weeps. Lohnt es sich, mit dem Streaming anzufangen? Also nicht wegen Geld, sondern wegen Spaß. Ey, da musst du halt gucken, woran du Spaß hast. Manche Leute haben Spaß dran, Fußball zu spielen. Und für mich ist das die größte Albtraumvorstellung, die ich machen könnte. Fußball spielen, oh mein Gott. Und ich liebe es halt zu streamen. Und manche Leute denken sich, oh mein Gott, Stream, Alter. Eine Kamera in meinem fucking Schlafzimmer, Wohnzimmer und Leute beobachten mich, während ich rede und zocke. Albtraum. Und manche Leute sagen, ja, voll cool, mega Bock drauf. Also, ja.
Kann man Cosplay auch ohne viel Geld auszugeben? Kann man. Aber muss ja gucken. Jedem das seine, genau. Deswegen kann ich halt nicht sagen, oh ja, streamen macht mega Spaß, weil das halt keine Sache ist, die man für andere Leute entscheiden kann. Also mir macht's Spaß, anderen Leuten macht's vielleicht keinen Spaß. So sind die Siege halt. Stell mir deinen Dad wie Kevin Volta vor. Nö, mein Dad sieht aus wie ich, nur ein bisschen brauner, mit einem Afro und so 1,90 groß und relativ schlank. Gehst immer spät ins Bett. Naja, was heißt spät? Vielleicht ja. Wenn es dich als 12-Jährige gibt, würde ich in dich verliebt sein. Ich glaube, als ich 12 war, war keiner in mich verliebt. Nicht, ich glaube. Ich bin mir sehr sicher. Warum ist denn Fußball ein Albtraum für dich? Jedes Mal, wenn ich Fußball spielen musste in der Schule, ist irgendwas Schlimmes passiert. Also, wie oft habe ich irgendwie... in der Schule, Schulsport... Schlimmste, woran ich mich erinnern kann, war... Schulsport, wir spielen Fußball und ich weiß nicht, ob ihr das auch bei euch... Boah, ich hab mir so hart am Hals gekratzt wegen dieser Kette, dammit. Bei uns in der Klasse, und ich glaube, das gab's in jeder Klasse, diesen einen Typen, der viel zu groß ist, viel zu sportlich ist und so richtig gut im Fußball ist und so richtig harte Bälle treten kann. Wisst ihr, ich meine, der schießt so einen Ball und der Torwart weicht aus, weil er weiß, wenn ich den Ball abkriege, Bruder, ist vorbei mit mir. Kennt ihr diese Leute? Entweder ihr seid es gewesen oder es gab diese eine oder vielleicht zwei Personen. Der typisch eine Junge. Oder? Gab's den bei euch auch? Naja. Jupp, bekannt, klar, perfekt. Also. Bei uns hieß dieser Junge Patrick. Patrick war mega nett, wirklich. Das war der netteste Junge bei uns in der Klasse, glaube ich. Aber Patrick war der Typ, der die Bälle richtig hart tritt. Also bin ich da. Fucking 12, 13-jährige Anissa steht im Feld... fucking ADS-Kind und sieht irgendwas hinten und ist so, was ist das denn? Träumt vor sich hin, weil sie irgendwas sieht und das sich einfach in eine Traumwelt schleudert. Und ich höre nur so ein Duff, einfach so ein Knall, weil irgendwer richtig hart gegen diesen Ball getreten hat. Drehe mich zur Seite und krieg diesen mega hart geschossenen Ball, wo jeder ausweichen würde, an den Kopf und werde direkt ohnmächtig. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich weiß nur, dass ich aufgewacht bin, auf dem Boden liege, Milliarden Leute um mich herum und irgendwo hinten irgendwer lässert so, hör, die simuliert, die will nur Aufmerksamkeit. Und ich war nur so, ich hasse alles. Ich will mich für immer und ewig vor Sport und vor Fußball drücken. Also habe ich ab dem Moment, immer wenn es hieß, dass wir Fußball spielen müssen, gesagt, dass ich meine Periode habe und sehr starke Krämpfe und jetzt sitzen muss. Das hat so lange funktioniert, bis wir eine weibliche Sportlehrerin hatten, die Frauen gehasst hat. Und dann war sie so, wenn ich meine Periode habe, dann geht das. Also ab aufs Spielfeld. Und ich war so, ich hasse alles, Digga. Ich hasse alles so sehr. Naja. Bei mir war es Azad, eine Speedy Gonzales zu Basa-Kreuzung. Nice. Sorry, für the whip-sending. Also hattest du wöchentlich deine Periode? Ja. Jeden Tag hatte ich ständig meine Periode.
Aber das Ding ist, wenn du halt einen männlichen Sportlehrer hast und sagst, ey, ich habe gerade mega Unterleibschmerzen, mega die Periode, darf ich mich hinsetzen, darf ich kurz auf Klo gehen? Dann fragt keiner dieser Lehrer nach. Das ist so die Ausrede, die man als Frau einfach immer benutzen kann. Und was das Beste ist an der Periode. Das ist scheiße, dass du die ständig haben musst, aber es ist das Beste, dass du sie auch mal als Ausrede benutzen kannst. Einmal war ein Lehrer so, du hast ständig Schmerz mit der Periode. Und dann war ich so, ja, ist auch nicht leicht. Wollen Sie wissen, wie das ist? Ich habe halt Probleme mit meinem Hormonhaushalt und dann habe ich halt öfter. Und er war schon so, okay. Hör auf zu reden, ist schon okay. Setz dich hin, du musst kein Fußball spielen. Jan! Hey, Süßi! Ja, komm mal her. Eieiei. No. Den Schwimmunterricht habe ich immer erfolgreich mit dieser Ausrede geschwänzt. Nice. Schwimmunterricht. War der größte Albtraum. Oh mein Gott. Der Schwimmunterricht war das Schlimmste. Wer hat Schwimmunterricht erfunden? Alter. Das Ding mit dem Schwimmunterricht ist, ich kann nicht schwimmen. Ich kann wirklich nicht gut schwimmen. Und ich hatte kein Abzeichen. Ich hatte weder Seepferdchen noch Bronze oder whatever. Und bei uns hieß es, wenn du nicht mindestens Bronzeabzeichen hast, darfst du am Schwimmunterricht nicht mitmachen. Aber statt, dass du dann was Schriftliches oder so machen musst, kriegst einfach eine 6. Und wenn du eine 6 hast, bleibst du sitzen. Also viel Spaß für immer in der 7. Klasse. Also musste ich meine Schwimmabzeichen machen. Bevor du dich aber für Bronze qualifizieren konntest, musstest du erstmal Seepferdchen machen. Seepferdchen machen war okay, dafür musst du ja nur einmal im Boden tiefen Wasser tauchen und 10 Meter schwimmen oder so, dann hast du ja schon Seepferdchen gehabt. Bronze, however, irgendwie 8 Bahnen schwimmen und tauchen und war schlimm, denn ich konnte nicht gut Brustschwimmen. Und das war das Problem, weil du musstest 8 Bahnen Brust schwimmen. Zumindest galt das so. Also haben meine Mutter und ich ganz NRW abgesucht. Ich hatte einen privaten Schwimmlehrer. Weil ich nicht schwimmen konnte. Und erst mein Vater mir Schwimmen beibringen wollte und dann gemerkt hat, dass es fucking unmöglich ist, mir Schwimmen beizubringen. Weil ich das größte Opfer bin, was Schwimmunterricht angeht. Also habe ich damals einen privaten Schwimmlehrer gehabt, der mir irgendwie einmal die Woche Schwimmunterricht gegeben hat, als ich in der 6. Klasse war, damit ich mein Abzeichen machen kann. Bis für die 7. Klasse. Ja, das war so ein Albtraum. Ich musste ständig in dieses Drecksschwimmbad am Arsch der Welt fahren, mit diesem ultra unangenehmen Schwimmlehrer. Naja. Irgendwann war es soweit. Ich hatte meine Ausdauer so weit trainiert, dass ich halbwegs schwimmen konnte. Also mussten wir noch jemanden finden, der die Prüfung machen konnte, weil diese Prüfung darf nicht jeder machen. Und das Wichtigste war es, du musstest irgendwie 8 Bahnen schwimmen, 8 mal 25 Meter, glaube ich, oder 4 mal 50 Meter. 8 Bahnen schwimmen und bei den meisten hieß es, du musst 8 Bahnen mit Brustschwimmen schwimmen. Aber mein privater Schwimmlehrer war damals so, ja, suchen Sie sich, Anissa ist so scheiße im Brustschwimmen. Ich glaube nicht, dass sie das jemals schaffen wird. Ich glaube nicht, dass Anissa jemals vernünftig Brustschwimmen kann. Aber sucht nach jemandem, der die Prüfung macht, dem es egal ist, in welcher Schwimmart sie die 8 Bahnen schwimmt. Weil Rückenschwimmen kann sie, tauchen kann sie auch, Brustschwimmen oder Kraulen ist halt eine Katastrophe, aber das ist nicht die Regel, nicht immer. Deswegen sucht nach einem Prüfer, der das nicht voraussetzt, wo du auch im Rückenschwimmen die 8 Bahnen machen kannst. Meine Mutter und ich haben 30.000 Schwimmbilder, 30 Milliarden Bademeister und Co. abgeklappert, bis wir endlich jemanden gefunden haben. Der war 150 Kilometer entfernt von zu Hause, der diese Schwimmprüfung mit mir gemacht hat und meinte, ich so, Entschuldigung, können wir die Bronze-Schwimmprüfung machen? Ja. Was muss ich dafür machen? 8 Bahnen schwimmen, einmal das springen, einmal das tauchen. Ist okay. Und es ist egal, wie ich die 8 Bahnen schwimme. Hauptsache, ich schwimme die 8 Bahnen. Richtig? Und der Typ so, ja, Hauptsache, du schwimmst die 8 Bahnen.
okay, perfekt, machen wir hier. Direkt umgezogen, direkt ins Wasser gegangen, gemacht. Alles auf dem Rücken geschwommen, diese Achterbahn. Oh. Diese Drecksachterbahn, alle auf dem Rücken geschwommen. Oder wenn er meinte so, ja, kannst du auch was anderes machen als Rückenschwimmen? Und ich war so, ja, und dann so getaucht, weil das ist das Einzige war, was ich auch noch irgendwie konnte. Also mich so mega durchgeschummelt durch diese Bronzeprüfung, damit ich mein Bronzeabzeichen hatte, damit ich am Schwimmunterricht teilnehmen konnte. Und das ist halt das Ding gewesen. Wenn wir kein Bronzeabzeichen hatten, haben wir nicht am Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Und dann gab es eine 6. Und mit einer 6 auf dem Zeugnis bleibst du sitzen. Und deswegen hat meine Mom wirklich Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, damit ich irgendwie dieses Bronzeabzeichen kriege, damit ich irgendwie an diesem Schwimmunterricht teilnehmen kann. Das war sehr wack. Aber ich habe es geschafft und es war das Allerschlimmste aller Zeiten, weil... Pass auf, wir hatten in der 7. Klasse Schwimmunterricht und in der 7. Klasse ist genau die Zeit, wo alle Jungs in der Klasse anfangen, pubertierende Wichser zu werden und darüber zu reden, welches Mädchen sich mit fucking 11 oder 12 schon die Beine rasiert und wer schon Brüste hat und wer geil in ihrem Badeanzug aussieht und wo man die Nippel durch den Bikini oder Badeanzug sieht, wo man sich immer dachte, ich hasse es hier zu sein, ich wünschte, Jungs wären nicht so kacke. Ja. Aber die 6 im Sport hättest du doch ausgleichen können, oder? Nee, bei uns bist du sitzen geblieben, wenn du eine 6 auf dem Zeugnis hast. Und das Ding ist ja egal, wenn die Jungs das dachten. Das Problem ist, dass die Jungs das laut drüber geredet haben, während wir daneben saßen. Ja, also, ich möchte nicht die Jungs dafür verurteilen, dass die schon mit 11 perverse Schweine gewesen sind. Ich möchte damit nur sagen, wenn du schon ein perverses, asoziales Arschloch sein möchtest, dann doch bitte dann, wenn ich es nicht hören kann. Moin Meister, schmecken Delfine nüssig? Grüße gehen raus an Tim, den Ehrenbrü. Dankeschön für die 5 Euro. 6 kann man eigentlich nicht ausgleichen, ne. Und bei uns war, ich glaube, wenn du 2 Fünfen auf dem Zeugnis hast, dann bist du auch sitzen geblieben oder so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie das war. In der 7. Klasse ist man 13, nicht 11. Ich war 9 in der 5. Klasse. 10 in der 6., 11 in der 7. Aber ich bin auch übersprungen. Also 12 in der 7. Vielleicht waren manche 13 in der 7. Kann sein. War auf jeden Fall schlimm. Es war auf jeden Fall schlimm. Ich bin 13 in der 7. Okay, gut, kein Plan. Tipps gegen Depressionen. Such dir einen Therapeuten. Unglaublich, wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen Dynamen. Schwimmen in der Schule ist einfach so unnötig. Ich habe es nicht verstanden. Sportunterricht war schon scheiße, aber okay. Schwimmen, though. Ey, das ist immer so nervig gewesen. Es war... Und dann haben... Das Nervigste war, wir hatten dann nach dem Sportunterricht 15 Minuten, um uns fertig zu machen. Als Junge, okay. Als Mädchen, wenn du dann noch lange Haare hast, musst du dich duschen, du musst dich umziehen, du musst den nassen Badeanzug irgendwie auswringen und irgendwo wegpacken in deine Schwimmtasche. Und dann kommst du raus, mega gerusht, Hauptsache irgendwie geduscht, getrocknet, angezogen. Und dann willst du am liebsten deine Haare föhnen, weil du hast lange Haare, die sind klatschnass, draußen sind es minus 3 Grad, es ist fucking Winter, du würdest jetzt sehr gerne deine Haare föhnen, damit du keine verfickten Lungenentzündung kriegst. Aber nein, wir haben nur eine Minute, bis der Bus fährt. Oh, musst du dich
nicht noch frisieren und stylen, Anissa? Ja, Alter. Ich will verfickt nochmal keine Erkältung kriegen, wenn ich rausgehe. Darf ich meine patschnassen Haare föhnen? Oh, ich hab's gehasst. Der Stress nach dem Schwimmunterricht war der schlimmste. Ja, ja. Und wir hatten immer so einen ekligen Jungen, der sich immer vor den Ausgang der Mädchenumkleide gesetzt hat. Damit, wenn ein Mädchen rausgegangen ist, die Tür aufging und dann reingeguckt hat. Und sagen konnte, geil, nackte Mädchen gesehen. Das war so asozial. Der ist auf einer Schule geflogen. Aber das war so asozial. Deswegen hat sich keiner getraut, sich auch schnell einfach umzuziehen, weil du davon ausgehen musstest, dass jede Sekunde die Jungs kommen und die Tür aufmachen, weil die es lustig finden und Mädels sehen wollen. Das ist auch passiert. Jungs sind dann einfach gekommen und haben einfach die Tür aufgemacht, weil es dann lustig ist. Fuck, Alter, habe ich die gehasst. Habe ich die Schule gehasst. Oh mein Gott. Heißt, du stehst da mit deinem Badeanzug und statt dich schnell einfach ausziehen, abtrocknen, anziehen, warst du so mit deinem Handtuch um dich herum, hast dich dann angezogen, ausgezogen, irgendwie versucht Bikini, Oberteil obenrum aus, direkt schon T-Shirt an, dann erst den Badeanzug runter. Oh, war das ein Albtraum. Es war so ein Stress. Oh. Gut, kick in die Runde. D. Dankeschön für die 5 Eurönchen. Dein Mikrofon sieht optisch aus wie der hübsche Schmetterling Braminös. Oder wurde es weiter grei? C. Hati, P. Scherzkekse gegessen heute. Toastbrot. Danke für die 5 Euro. Mein Mikrofon ist das SM7B von Shure. Kein Schmetterling. Bei uns war die Sitzbank einfach vor der Umkleide. Oh, Katastrophe. Ey, ganz ehrlich. Ah, you Shure. Ganz ehrlich. Schwimmunterricht. War das Schlimmste in der Schule. Das Schlimmste in der Schule. Hormone sind von diesen Jungs durchgedreht. Es gab so viele Spanner und ekelhafte Aktionen. Das war ein Albtraum. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Ja. Einmal habe ich meine Klassenlehrerin im Schwimmbad getroffen. Die hat mich umarmt. Sie hat einen Badeanzug an und ich auch. Und das war... Es ist mir auf jeden Fall im Kopf hängen geblieben. War nicht nice. Denkst du, die Jungs sind heute immer noch so? Ich bezweifle es stark. Uch. Ich muss sagen, dadurch, dass ich sehr gut und sehr eng mit einigen Jungs befreundet bin und oft in Gruppen abhänge, wo dann nur Typen sind und die irgendwie mich vergessen, dass ich ein Mädchen bin und mit in der Runde sitze, ist es manchmal sehr, ich sag mal, krass, wie die reden. Mit all diesen Leuten bin ich nicht mehr befreundet. Das war vor so 3 Jahren, 4 Jahren. Also ich bin mir sehr sicher, es gibt so viele Typen, die immer noch ekelhafte, mockige Perverslinge sind. Naja. Bei uns sind Jungs und Mädchen bei Schwimmen getrennt, also zu verschiedenen Zeiten. Das ist so viel schlauer. Bei uns war es nicht getrennt. Bei uns war es alles zusammen. Und ich hab's gehasst. Und, ja, es war einfach nur scheiße. Schwimmunterricht war wirklich das Schlimmste. Sowas gibt's auch in weiblich. Naja. Bestimmt. Bestimmt. Ich muss aber sagen, ich habe sehr, 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 sehr oft Typen kennengelernt, die sehr, 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 sehr ekelhaft, pervers und oberflächlich und schwanzgesteuert, sage ich mal, sind. Und ich habe das auch bei Mädchen erlebt, aber sehr viel weniger. Wirklich, ich glaube, ich habe erst ein Mädchen kennengelernt, die wirklich so war, ja, ich treffe den nur, weil ich halt mit dem ficken will, weil er halt geil ist, aber sonst nicht. So, das war... ein Mädchen erlebt, die so geredet hat. Sehr viele Jungs getroffen, die so geredet haben.
sehr viele Jungs getroffen, die so geredet haben. Deswegen, ja. In der Grundschule hatten wir Schwimmen und Jungs und Mädchen hatten die gleiche Umkleide, was ein Albtraum, oh mein Gott. Max Oschlinski, danke schön für die 100 Bits. Freut mich, dass es dir gefällt. Tobonka, danke fürs Abonnieren. Toastbrot, danke für die 5 Euro. Hab ich eben schon vorher. Expreise, danke schön fürs Abonnieren. FNA Gries, danke schön für die. Danke schön, FNA Gries, für den 8 Monate Sub. Danke schön für den 10 Euro Sub. Plantyman, danke fürs Abonnieren. Nadinchen, danke für 7 Monate. Dennis K, danke schön fürs Abonnieren. Kartoffelchen, danke schön fürs Abonnieren. Jumbi, danke fürs Abonnieren. Topcraft, danke fürs Abonnieren. Betty Bluebird, danke fürs Abonnieren. Max Schlinski, danke schön fürs Abonnieren. Sepp, danke fürs Abonnieren. Yannick, danke fürs Abonnieren. Kotball, danke schön fürs Abonnieren. Jennere, danke fürs Abonnieren. Kurt 99, danke für den verschenkten Sub an Nevitrona. 7H3 Bobo, danke fürs Abonnieren. Super, der Super Assassine, danke fürs Abonnieren. Ehrenbruderschaft, danke fürs Abonnieren. Topka, danke schön fürs Abonnieren. Dankeschön. Wart ihr mehr Mädchen oder mehr Jungs in der Klasse? Mehr Jungs. Bist eine süße Entre, kleiner als 3. Ey, alle Leute, die jetzt so voll die sexistische Scheiße schreiben, von wegen, ich habe auch mal Mädchen damals in der Schule in der Umkleide gespannt und alle waren nackt und das war ja so geil. Bitte bannt solche ekelhaften Leute, Alter. Ich sprach aber auch nicht für dein Umfeld. Ich kenne sowas gar nicht. Bei uns war sowas damals normal. Und ich war noch, eigentlich renommierteren Schule. Naja. Findest du es schlimm, wenn manche Schüler zweimal in der Schule wiederholen müssen? Nö, jeder in seinem Tempo. Sah deine Schrift in der Schule gut aus? Nein, ich habe so unordentlich geschrieben. Ich habe so oft Fehlerpunkte bekommen, weil die meine Schrift nicht lesen konnten. Aber ich mochte Mathe, weil ich da nicht schreiben musste, sondern nur so Zahlen. Und die kann man immer lesen. Meinung zu Toradora? Danke für die 5 Euro. Toradora habe ich nie gesehen. Ich habe immer 2 Folgen geguckt und fand den so langweilig, dass ich aufgehört habe, ihn zu gucken. Sorry. Lohnt es sich? Wir schreiben mehr in Mathe als in Deutsch. Echt? Nee. Ich habe Mathe geliebt in der Schule. Mathe war Lieblingsfach. Deutsch Hassfach. Was uns eine Textaufgabe war, da hast du ja nicht schreiben müssen. Da hast du dann irgendwie alles erklären können mit Zahlen. Ach, ich fand Mathe so viel besser als alles andere. Naja. Physik, Zweitlieblingsfach gewesen. Ich wollte eigentlich Physik-Leistungskurs damals in der Schule wählen fürs Abitur. Aber jeder hat mir davon abgeraten. Und jeder war so, Anissa, nimm nicht Physik-Leistungskurs. Das ist so schwer, das schaffst du nicht. Ich war so, echt? Aber ich bin voll gut in Mathe und in Physik auch. Glaubst du nicht, dass ich das schaffe? Das ist schon schwer. Ich glaube, das schaffst du nicht. Nimm lieber was Leichtes.
Und ich war so, okay. Also habe ich Englisch und Bio genommen, was so richtig Classic Abi-Kombos sind. Und das war halt nicht leichter. Ist 4K-Zuschauer-Rekord? Nein. Also, ist jetzt nicht wenig, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich sagen würde, das haben wir noch nie gehabt. Ich glaube, Rekord sind 7000 oder so. 6.000, 7.000. Also ohne Host so 6.000, 7.000. Aber wir hatten eben noch fetten Host von Julian, deswegen davon sind sehr, sehr viele Leute da. Was warst du für eine Art Schülerin, die ständig geschwänzt hat und auch aus welchem Grund auch immer trotzdem gute Noten geschrieben hat? Ja. Ja. Gangster, Nisa. Warum schwänzt man in der Schule, wenn man kranke Depressionen hat? Ja. Und gemobbt wird in der Schule. Also, das bringt einen schon dazu zu sagen, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Fuck it. Wie sah es in der Uni mit Anwesenheit aus? Genauso. Bin nie hingegangen. Trotzdem irgendwie die Klausuren geschafft. Ich habe halt einfach... Ich hasse es, das zu sagen, weil ich finde, das klingt immer so mega eingebildet, aber das meine ich wirklich nicht so. Aber ich war halt als Kind war ich halt hochbegabt und deswegen war ich halt so, habe ich irgendwie alles immer halt sehr schnell verstanden. Ich konnte halt schon mit 4 lesen und schreiben und rechnen und habe halt einfach eine Klasse übersprungen und musste in der Schule halt nie für irgendwas lernen. Also alle Sachen, also sowas wie Mathe und Physik und all dieser Kram, wo man halt nicht für lernen muss, um zu wissen, was abgeht, sondern einfach nur das anguckt und versteht und dann halt die Klausur bestehen kann, da war ich halt extrem gut drin. Aber alles, was so wie Deutsch, wo du halt ein Buch lesen musstest und dann das Buch wiedergeben musstest und halt nur gut sein konntest in dem Fach, wenn du dir Zeit genommen hast, das Buch zu lesen, dann war ich halt sehr schlecht drin, weil ich halt keinen Turn hatte und nicht lernen konnte, weil ich halt auch ADS hatte. Heißt, ich konnte mich auch nicht länger als 10 Minuten mit irgendwas beschäftigen, ohne abgelenkt zu sein. Ja. In der Uni auf die Fresse gefallen? Nö, ganz im Gegenteil. Ich habe halt Informatik studiert, nicht lange, anderthalb Jahre oder so. Ich bin halt auch nicht zur Uni gegangen, habe mir dann einfach nur die Vorlesungen gedownloadet und die Übungsaufgaben gemacht und, also nicht mal die Übungsaufgaben gemacht, ich habe einfach nur die Sachen mit durchgelesen und dann halt 2, 3 Aufgaben gemacht und dann war das so. Hast du dann Ritalin bekommen wegen deinem ADHS? Nee, tatsächlich nicht. Es ist erst festgestellt worden, als ich schon erwachsen war, weil also normalerweise merkst du ja, dass jemand ADHS hat, wenn die Person halt in der Schule extrem schlecht ist, weil sie sich nicht konzentrieren kann und nicht lernen kann. Aber bei mir meinte der Psychologe halt so, ja, ich glaube, du hast als Kind einfach nur Glück gehabt, dass du halt hochbegabt warst und deswegen dich nicht lange konzentrieren musstest, um was zu lernen und deswegen irgendwie ein Abi geschafft hast, weil, ja. Deswegen auch so Fremdsprachen ging auch voll gut, weil du guckst, ich habe mir halt die Vokabeln einmal angeguckt und dann konnte ich das einfach und dann ging das und ja, bei Bio war es auch so, alles, was man so krass auswendig lernen musste, konnte ich nicht. Alles, was man, wo man einfach nur die Zusammenhänge verstehen musste,
konnte ich. Hochbegabt warst, klingt komisch. Ich weiß es nicht, ob ich es immer noch bin. Unglaublich, wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen, dynamischen alten Sekten aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung. Das ist extrem. Radikal. Ein Muss. Dann schau dir doch kurz Chinesisch an, dann kannst du das auch. Ja, ich wünschte, ich wünschte. Quasi, wo man denken muss. Ja, alles, wo man einfach nur etwas verstehen muss und es dann kann, konnte ich gut. Alles, wo man auswendig lernen musste, um etwas zu können, also de facto Zeit investieren musste, konnte ich nicht. Ja, ja. Zwei, drei Aufgaben rechnen, schön wär's. In meiner Uni musste man locker einen Monat für eine Klausur lernen. Ja, bei uns haben die Leute auch einen Monat für eine Klausur gelernt. Ich war halt auch in Lerngruppen drin, die halt sehr, sehr, sehr lange für Klausuren gelernt haben. Ich hatte einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach damit keine Schwierigkeiten gehabt. Also, keine Ahnung. Das war für mich einfach nicht schlimm. Und ich hasse es, das zu sagen, weil es klingt immer so nach, ich bin so schlau. Das will ich aber gar nicht damit sagen. Ich will damit einfach sagen, dass ich halt einfach sehr schnell manche Sachen lernen kann und manche Sachen gar nicht lernen kann. Naja. Von diesen jungen, dynamischen alten Sekten aus der Sprudelwasser-Dauerwerbesendung. Das ist extrem. MG vermisst Picknick und dich. RIP. Sicher, dass es ADS ist, die Kombination, die du beschreibst, klingt eher nach Asperger. Oh Gott. Nein, für Asperger hatte ich keine Symptome. Aber ich bin noch nie drauf getestet worden. Hallo, liebes. Du hast damals meine Schwester geredet, wollte nochmal Danke sagen. Sie hat sich so gefreut. Oh, das freut mich, das freut mich, das freut mich. Wer ist deine Schwester? Also welche Streamerin? Wie war es, hochbegabt zu sein? Ich habe davon nicht wirklich was gemerkt. Also jetzt so im Nachhinein bin ich so okay, ja. Aber es war halt eher wack, weil, also es war eigentlich war es nur scheiße, weil ich halt in der Grundschule, ich weiß nicht, wenn ihr mein Drama Live gesehen habt, in der Grundschule durfte ich halt nie am Unterricht teilnehmen, weil ich halt schon mit 4 Jahren lesen und schreiben konnte. Und deswegen bin ich in die Grundschule gekommen und die Lehrerin war so, hey, das ist mega unfair, weil du kannst ja schon lesen und schreiben. Also wenn ich dich dran nehme, dann sagst du die Antworten vor. Und ich weiß, dass du das kannst, deswegen nehme ich dich nicht dran. Aber du kannst auch nicht die ganze Zeit im Unterricht nichts tun. Also hier, ich habe hier ganz viele Bücher über Vögel. Schreib das ab. Aber ich möchte, dass während du das abschreibst, du hinten links in der Ecke an einem Einzeltisch sitzt. Damit du die anderen Kindern nichts vorsagst und die hier in Ruhe lernen können, während du dieses Vogelbuch abschreibst. Was ziemlich blöd war. Und dann irgendwann bin ich halt zu meiner Mom gegangen. Irgendwann bin ich dann zur Lehrerin gegangen und war so, Entschuldigung, ich kann das nicht abschreiben. Und die war so, wie, du kannst es nicht abschreiben? Du hast die anderen Bücher auch abgeschrieben. Ich war so, ja, aber ich glaube, ich bin jetzt doch nicht gut genug, das abzuschreiben. Ich würde gerne am Unterricht teilnehmen und einfach lernen, please. Und dann war die Lehrerin so, und dann bin ich zu meiner Mom gegangen und war, ich habe jeden Tag geheult nach der Grundschule, das war voller Albtraum. Und, weil ich hatte schon im Kindergarten keine Freunde, weil wenn du als Kind im Kindergarten halt schon lesen und schreiben kannst und rechnen kannst und schon viele komplexe Zusammenhänge verstehst, dann kannst du nicht so viel mit Gleichaltrigen anfangen und kannst dich nicht gut mit Gleichaltrigen anfreunden. Es ist eher ein einsames Leben gewesen. Also war ich halt in der Grundschule sehr alleine und meine Mama war so, in der Schule wird das besser, in der Schule, ne, da lernst du was und da sind alle Kinder, die da mit dir zusammen Lust haben, Sachen zu lernen. Ich war so, juhu, und dann waren die ersten 2 Wochen Schule vorbei und ich kam nach Hause und ich war so, Mama, ich hasse alles. Die Schule ist doch nicht das, was du mir gesagt hast, was die Schule sein würde. Also habe ich die erste Klasse durchgezogen und dann war es so,
bin ich in die zweite Klasse gekommen und dann war es so, Mama, es ist nicht besser geworden, fuck it, ich habe keinen Bock mehr. Und dann war es okay, dann lassen wir Anissa überspringen. Also bin ich übersprungen, also von der ersten in die dritte Klasse. Und dann war ich, bist du dieses Superbrain, was übersprungen ist? Du bist also schlauer als wir? Aha, okay, guck mal, wie klein die ist. Ja, es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ja, also habe ich übersprungen und war im Unterricht. Und es war dann trotzdem nicht so, dass ich im Unterricht dann irgendwie plötzlich mega gefordert war, sondern einfach zusätzlich zu der Isolation auch noch gemobbt worden bin. Also war es ziemlich kacke. Irgendwann hat sich das ausgeglichen mit dem Dinge, die ich schon weiß und Dinge, die ich in der Schule lerne. Das ging dann irgendwann mal so in der siebten Klasse. Naja. Cosplay und Kosten. Naja. Aufs Allerbeste reduziert und war es halt ein, zwei Jahre jünger. Das Jüngersein war am schlimmsten. Also, dann kam irgendwann die weiterführende Schule. Ich habe halt niemandem erzählt, dass ich halt übersprungen habe oder so. Aber ich war halt vor allem kleiner als alle anderen. Weil damals bist du in einem Jahr halt echt viel gewachsen, so von der Körpergröße. Und ich war halt ein Furz. Ich war winzig. Ich war winzig und ich war unfassbar dünn. Und deswegen waren alle irgendwie so erwachsen gefühlt und ich war halt so klein und so dünn und irgendwann mit 15 sahen die Mädels halt in der Klasse schon so erwachsen aus und ich war dann irgendwie so 13 und 13,5 oder so und war halt noch ein Kind und klein und dünn und dann hat es immer so lange gedauert, bis ich halt die Entwicklungsstufe erreicht habe, die die anderen in der Klasse erreicht haben und wenn ich dann da war, dann waren alle dann schon viel weiter und das war stressig. Warst du in der Schulzeit mit mehr Jungen oder mehr Mädchen befreundet? Ich war mit nicht vielen Leuten befreundet. Ich war mit... Ich glaube, die Schule, die Freunde, die ich in der gesamten Schulzeit hatte, kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen. In der Grundschule hatte ich 2 Freunde und in der weiterführenden Schule hatte ich 3, vielleicht, sagen wir 4 Freunde. Sagen wir 4 Freunde. But that's it. Da war gerade eine Spende. Oh Gott, Memkiss, Dankeschön für die 13,37 Euro Cosplay-Unkosten. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Anni hat 6 Finger. Ja. Bro? Wow, du hattest 3 Freunde. Nicht gleichzeitig. Ich rede von die gesamte Zeit über. War halt blöd. Hast du das Studium dann auch beendet auf 1,5 Jahre? Nein, ich habe abgebrochen. Ich fand es zu scheiße. Also, naja. Bin gerade in einer ähnlichen Situation in der 8. Klasse. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie ich da irgendwie durchkomme? Ganz ehrlich, eine Sache, die ich einfach hätte machen sollen, als ich in der Schule krass gemobbt worden bin, Schule wechseln. Das wäre das Beste, was ich hätte machen können. Habe ich nicht gemacht. Und es war das Dümmste. Weil du kommst da so schwierig raus. Du kommst da so schwierig raus. Deswegen... Also, wenn du wirklich richtig krass gemobbt wirst in der Schule, wechsel die Schule, fang neu an in der neuen Klasse. Wenn du in eine gute Klassengemeinschaft kommst, dann geht das. Aber, ja. Als ich gemobbt wurde, habe ich Konter gegeben. Leute, die bei uns damals Konter gegeben haben, während sie gemobbt worden sind, sind dann einfach nur noch mehr gemobbt worden. Es hat nicht funktioniert.
Weil wenn du Konter gegeben hast, dann war es so, ah, die reagiert, cool. Also, das Beste, was du machen kannst, ist, sagen wir, jemand kommt zu dir und sagt, hey, du siehst heute aber ziemlich scheiße aus. Angucken und weitergehen. Als ob es dich nicht jucken würde. Auch wenn es dich verletzt, auch wenn es dich zerreißt. Tun, als ob es dich nicht juckt. Lol. Lachen. Du siehst heute aber scheiße aus. Lol. Und einfach weitergehen. Lol, was will der denn? Und weitergehen. Wenn du Glück hast, hört's auf. Wenn nicht, wird's schlimmer. Mobben ist... Mobben ist... schwierig. Also, wenn ihr in einer scheiß Schule seid, in einer scheiß Klassen-Stufengemeinschaft, wechselt die Schule. Vielleicht bist du in irgendeinem außerschulischen Verein oder kennst irgendwie irgendwelche Leute, die auf einer anderen Schule sind, die gleich alt sind, wo du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, die Freundin aus dem Fußballverein, die kenne ich, die geht auf eine andere Schule als ich. Und mit der bin ich befreundet, also vielleicht kann ich ja auf ihre Schule wechseln und in ihre Klasse, wenn ich die da kenne, und dann funktioniert das. Ich wünschte, ich hätte das damals gemacht, aber naja. Jan! Süßi! Ja? Pupsi! Pupsi! Ich schaue dir das erste Mal zu. Ist richtig angenehm, dein Stream. LG. Ne? Baby. Jo. Hey. Magst du es nicht, auf den Arm genommen zu werden, ne? Nein, das magst du nicht, ne? Die streichelt und die miaut. Aber die hört erst an, fängt erst an zu miauen, wenn ich aufhöre zu reden. Du hast mich unterbrochen. Oh, Süßi. Kannst du auch richtig miauen oder kannst du nur quengeln? Kannst du richtig miauen oder kannst du nur quengeln? Kannst du richtig miauen oder kannst du nur quengeln? Kannst du quengeln? Ist eine Quengelise? Eine Quengelise? Eine Quengelise? Oh, du Süßi. Oh, jetzt miaust du. Ja, sehr gut. Ist ja gut. Besuch von der anderen Prinzessin. Maron. Ja. Du quengelst nicht, ne? Oh, guckt euch das Baby an. Ja. Was meldest du dich von den billigen Plätzen? Ja. Ja. Ach, mein Süßi. Oh, du klein. Pupsi. Kannst du was zum Informatikstudium sagen? Überlege, das zu studieren. Das Studium an sich war eigentlich, also vom Inhalt her, ganz cool. Du hast halt, was ich halt cool finde, ziemlich viele
Das war Augie, danke für die 10 Euro Donation. Ich schaue das erstmal zu. Ist richtig angenehm, dein Stream. Dankeschön. Also, ich habe halt nicht unfassbar lange studiert, aber was man halt sagen kann, ist, es ist sehr viel Mathe, sehr viel, sehr viel Logikkram, sag ich mal. Kann man das so vernünftig zusammenfassen? Sehr viel Logikkram, den du halt so können musst. Das fand ich jetzt ganz geil damals im Studium. Und es ist überraschend wenig Programmieren. Algorithmen und Logik, ja. Ja, basically. Das fasst das Informatikstudium, glaube ich, ganz gut zusammen. Wenn du sagst, da hast du keinen Bock drauf, dann you're gonna have a hard time. Für mich war aber tatsächlich nicht das Studium ausschlaggebend fürs Abbrechen. Für mich waren zwei Sachen ausschlaggebend, nämlich die Professoren und die Kommilitonen waren so hardcore sexistisch, dass es nicht mehr geil war. Es hat wirklich gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin so ungern zur Uni gegangen, weil es einfach so unangenehm war. Und zweitens, ich konnte mir am Ende des Tages nicht vorstellen, das beruflich zu machen, weil so gerne ich halt den Kram zu Hause gerechnet und gelöst habe, das war halt cool, aber ich hatte halt keinen Bock, das beruflich zu machen. Ich hatte keinen Bock, für den Rest meines Lebens irgendwie Stuff zu programmieren. Da hatte ich halt keinen Bock drauf. Also, das war einfach. Ich hatte halt keinen Bock, für den Rest meines Lebens einen Bürojob zu machen, sagen wir das so. Und als Informatiker bist du im Büro. Und da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und die Jobperspektiven, die ich damit hatte, hatte ich halt keinen Bock drauf. Ja. Schnickschnuck, danke für die 2 Euro. Hier ist Radio Freedom. Im Moment ist alles ruhig in Commonwealth. Passt auf euch auf da draußen. Sexistisch, ja, im Sinne von, du bist im Tutorium und der Typ vorne erklärt, so und so und so wird das gemacht. Habt ihr das alle verstanden? Alle sagen ja, ich sage ja. Anissa, hast du das auch verstanden? Ja, warum fragst du mich einzeln? Ich wollte nur sicher gehen, dass du das auch verstanden hast. Okay, nächste Frage wieder. Habt ihr alle verstanden? Ja, gibt's noch Fragen? Nein. Anissa, hast du noch Fragen? Einziges Mädchen im Tutorium. Warum fragst du mich nochmal, ob ich das... Ich kann mich schon melden. Sagen wir, du bist in der... Wie nennt sich das nochmal? Mensa? Da, wo du halt isst oder draußen auf dem Campus und chillst mit den Leuten. Und es ging wirklich mindestens zweimal die Woche darum. Wirklich. Und das ist kein Witz. Und das ist immer ein Riesenklischee für Informatikstudenten. Aber es ist leider so wahr. Es ging mindestens zweimal die Woche, gab es ein sehr langes, breites, unangenehmes Gespräch darüber, wie ekelhaft doch Perioden sind. Und nach so einer Stunde haben sie dann meistens gemerkt, okay, sagen wir nach einer halben Stunde haben die mal gemerkt, okay, Anissa ist ja ein Mädchen, die sitzt ja auch in der Runde. Und dann kam immer die Frage, oh mein Gott, hast du auch gerade deine Periode? Oh mein Gott, ich hoffe nicht. Und du sitzt dann da und denkst dir so, ich würde gern gehen. Seufzt. Ja, wenn, also es gab so viele Sachen, Sprüche wie, du kommst rein, setzt dich in die Vorlesung und dann kommt irgendein Typ, der sich für was Besseres hält und ist so, ich glaube, du bist hier falsch. Und du bist so, nee, Digitaltechnik bei Professor bla bla bla, ja, dann bin ich richtig. Nein, ich meine, ich glaube, du bist hier falsch. Und du denkst dir so, Bitch, please? Bitch, fucking please? Ja. Hallo und guten Abend.
Der Ehren-Dagobert lässt sich auch mal wieder nach 100 Jahren BLI. CKEN, viel Spaß im Stream und einen guten und angenehmen Abend. Na okay, dankeschön für die 10 Euröhnchen. Was geht, was geht, was geht? War lange nicht mehr deinen Namen gelesen. Shit. Ich hoffe, dir geht's gut. Ah. Oder du sitzt in der Vorlesung und der Professor steht vorne und sagt, ja, ihr wisst schon, dass mindestens dass zwei Drittel hier dieses Studium noch abbrechen werden und nicht durchkommen werden, weil es zu schwer ist, ne? Und alle sagen, ja. Also die Rothaarige da vorne zum Beispiel halt nicht. Und du guckst hoch und alle lachen und du denkst dir, warum? Ich? Ich habe alle Klausuren bestanden. Im fucking Einserschnitt. Was zum... Warum? Ja. Unglaublich, wie fühlst du dich? Wie einer von diesen jungen, dynamischen alten Säcken aus der Sprudel... Und da kann man sagen, es liegt daran, dass du ein Mädchen warst. Es liegt daran, dass du keine Ahnung was hattest, aber... Es war sehr anstrengend. Sagen wir, Klausur ist geschrieben, du kommst raus, triffst dich mit den anderen und du bist so, oh. Und alle sind so, boah, mega schwer gewesen und du kommst raus und sagst, oh, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ja, klar. Ja, klar. Du wirst halt nicht ernst genommen, wenn du sowas sagst wie, oh, ich hatte ein ganz gutes Gefühl bei der Klausur. Dann heißt es nur so, also ich hatte Probleme dabei, als ob du dann ein gutes Gefühl hast. Und du bist so, was? Ich weiß nur, wie wir einmal eine Logik-Klausur geschrieben hatten. Und Logik war mein Lieblingsfach, weil ich fand es sehr leicht. Ich habe es sehr gut verstanden. Aber es sind alle aus meiner Lerngruppe durchgefallen. Ich habe bestanden. Und die haben mir nicht geglaubt, dass ich bestanden habe. Ich musste denen online das Ergebnis zeigen. Und dann haben die gefragt, hast du geschummelt? Wie hast du das gemacht? Das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie falsch sein. Wo du denkst dir, ey Mann, statt dass ihr einfach sagt, okay, cool, dass du das geschafft hast. Einfach so ein, als ob... Und ich fand es schwer, als ob du das dann geschafft hast. Und ja, man kann auch alles zu ernst nehmen. Ja, kann man. Aber ganz ehrlich, wenn du das irgendwie 20 Mal am Tag solche Sachen hast, dann denkst du dir irgendwann mal so, ich habe keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Und dann dachte ich mir erst, ich gehe auf eine andere Informatik-Uni, weil ich hatte halt auch von vielen, auch Mädels gehört, dass es halt auf anderen Unis halt auch nicht so einen krassen Männer-Frauen-prozentualen Unterschied gibt, sondern es auch viele Unis gibt, wo es 50-50 oder 60-40 oder so ist. Bei uns hatten wir halt 1% weibliche Studenten. Und das war super anstrengend. Die englische Streamerin Sweet Anita hat ebenfalls Informatik angefangen zu studieren und genau das gleiche erlebt. Sie hat deswegen auch das Stream abgebrochen, ja. Das Ding ist, Informatik ist nicht leicht. Informatik ist schwer. Aber Informatik ist noch viel fucking schwerer, wenn du von den Professoren und von den Kommilitonen wie ein Stück Scheiße behandelt wirst. Nicht wie ein Stück Scheiße, aber zumindest damn fucking minderwertig und als ob du der dümmste Idiot aller Zeiten wärst. Und oh, wie oft, ich muss so viel gemeine Sachen erlebt. Ja, das war halt nicht geil. Deswegen bin ich froh, da raus zu sein. Ja. Solches Verhalten ist nicht ungewöhnlich, man sollte es nicht verteidigen. Ja, so viele Leute schreiben sowas rein wie, lol, stellst dich aber an, man kann es ja auch zu ernst nehmen oder, oh mein Gott, du übertreibst. Aber ey, ganz ehrlich, Leute, die das schreiben, haben wahrscheinlich noch nie Mobbing erlebt oder wie schlimm das sein kann. Oder wie schlimm das sein kann, als einzelne Person immer wieder teilweise in einer Vorlesung mit hunderten Leuten gedemütigt zu werden. Ja.
War nicht geil. Deswegen, also für mich war es dann so, okay, ich gehe auf jeden Fall weg von dieser Uni. Ich hatte lange Zeit noch hin und her überlegt, will ich Informatik vielleicht doch zu Ende studieren, weil das Studium an sich hat mir eigentlich Spaß gemacht. Aber wenn, dann an der anderen Uni, wo es vielleicht nicht so schlimm ist. Weil es ist nicht an jeder Uni schlimm. Ich habe von vielen Mädels, die auch Informatik studiert haben, habe ich gehört, dass es cool und entspannt sein kann oder auch war. Dankeschön, Martin, für den Host. Willkommen, 11 Leute. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich habe von vielen Mädels damals auch gehört, so, jo, bei mir in der Uni ist das gar nicht so. Oder, oh mein Gott, bei mir in der Uni ist es genauso. Und deswegen weiß ich, okay, vielleicht wechsle ich einfach die Uni und dann habe ich einfach kein Scheißleben. Aber ich habe gar keinen Bock mehr, in dieser Uni zu bleiben, weil Informatik ist fucking schwer genug. Ich brauche nicht noch Leute, die mir Felsen in den Weg legen. Aber dann habe ich halt aufgehört und dann habe ich halt währenddessen meine anderen Jobs gehabt und Twitch gemacht und YouTube gemacht und das lief dann irgendwann so gut, dass ich halt, also ich hatte jetzt keine Zeit zu studieren. Und bei mir ist es einfach so, dass ich sage, jo, ich kann immer noch studieren, aber aktuell läuft YouTube und Twitch halt ganz gut. Also mache ich hier mal weiter und gucke mal, dass ich so gut wie möglich hier durchkomme und vielleicht ist das mein Job für immer. Aber vielleicht ist es in 2 Jahren kein Job mehr für mich. Und dann studiere ich halt wieder irgendwas und arbeite oder mache eine Ausbildung oder whatever. Oder mache mich selbstständig in irgendeinem anderen Bereich. Also irgendwie würde das schon funktionieren. Sie wurde sogar noch begrabt von einem Typen, für mehrere Monate gestalkt. Dann war es ihr zu viel. Boah, das kann ich so verstehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Erzähl doch mal was Fröhliches. Oh. Ich habe sehr viele traurige Geschichten aus meinem Leben. Hallo. In technischen Studiengängen ist es echt häufig mit dem Sexismus und da fragen sich alle, warum Mädels keinen Bock auf die MINT-Fächer haben. Ja, das Ding ist, so viele Leute, so, bei uns gab es halt so viel, sag mal, Sexismus, den es bei uns in der Uni und so gab, der wurde von den Jungs nicht als Sexismus verstanden, sondern das war doch so, hä, das ist doch jetzt nicht schlimm gemeint. Ich meine das gar nicht böse. Ich will dich hier nur vor versammelter Mannschaft, während wir gerade darüber wirklich eine halbe Stunde diskutiert haben, wie ekelhaft Perioden sind, wollen wir einfach dich als Mädchen fragen, benutzt du auch diese Becher, die man in die Vagina reinschiebt? Und dann, ja, wie kriegst du denn da rein? Mega ekelhaft, oh mein Gott! Junge, was, wenn die jetzt das macht, Alter, wäre mega ekelhaft. Oh mein Gott, stell mal vor, die hat gerade ihre Tage, Alter. Und denkst du so. Cool. Digga, wie alt waren die? Ist so Anfang 20? Wie alt ist man, wenn man studiert? Keine Ahnung. So 19, 20, 21, so im Dreh waren die wahrscheinlich alle. Wir hatten noch einen, der war älter, der war irgendwie so 28. Naja. Hört sich an wie 6 oder so. Ja. Ja. War auf jeden Fall, also, ich bin im MINT-Bereich. Wir sind nicht alle so. Das waren Großidioten. Ich sage nicht, dass alle so sind. Ganz im Gegenteil. Aber es waren genügend. Das ist das, was ich sagen möchte. Es waren genug Leute scheiße, dass ich mich extrem, extrem unwohl gefühlt habe. Und dafür reichen 10 Leute. 10 Leute, die dir das Gefühl jeden Tag geben, reichen. Noch schlimmer ist es, wenn es 100 Leute sind. Noch schlimmer ist es, wenn es fast jeder ist. Naja. Naja, dennoch
Mädels, falls ihr Bock habt, was Richtung Technik, Richtung Wissenschaft und so ein Kram zu studieren, also alles, was so diese MINT-Fächer sind, sag ich mal, habt keine Angst davor. Wie gesagt, meine Uni ist jetzt ziemlich scheiße gewesen, aber ich kenne sehr viele Mädels, die unten die Informatik studiert haben, abgeschlossen haben, Master haben und gut durch die Uni-Zeit kamen mit netten Kommilitonen und einer relativ guten Mädchen-Jungs-Balance in der Uni. Also, nur weil es bei mir scheiße war, heißt es nicht, dass es immer scheiße war. Also, wenn die Mädels da draußen seid und sagt, ich hätte Bock, Info zu studieren, aber ich habe Angst, dass mir das Gleiche passiert wie bei dir, dann okay, du kannst. Kannst auf eine Uni gehen und vielleicht passiert, dass das Leute scheiße sind. Aber, falls das ist und du mega Bock hast, das trotzdem zu studieren, wechsel die Uni, find eine neue Uni, wo du genommen wirst und mit cooleren Leuten. Gibt es, im schlimmsten Fall gibt es auch Fernstudium und so ein Kram. Also man kann das alles schon ganz gut hinkriegen und in vielen FHs und in vielen Unis ist es trotzdem ganz cool. Deswegen ja. Es geht über Menschen, die scheiße sind, einfach drüber stehen und besser sein als die beste Genugtuung. Ja, geht. Geht. Man kann halt, ja, du kannst halt dein Studium durchziehen als Einsiedlerkrebs und nicht mit Menschen reden und nie zur Uni gehen und dir alles alleine zu Hause beibringen. Und wenn du jemanden triffst, nur mit Hochnäsigkeit und ha, ich hab bestanden und du nicht, Bitch, entgegenkommen. Aber was ist das für ein Leben? Du studierst wahrscheinlich 3-4 Jahre lang, manchmal vielleicht sogar länger. Willst du so viele Jahre deines Lebens in Scheiße verbringen oder wechselst du lieber die FH und machst dir ein bisschen Stress, was zu finden, wo du dich wohlfühlst und dann ziehst du dein Studium, deine Uni, deinen Abschluss durch und leidest nicht unnötig? Was ist dein Old-Time-Favorite-Anime? Und gib Toradora nochmal eine Chance, der Anime braucht etwas Zeit, um voll wirken zu können. Old-Time-Favorite-Anime? Boah, voll schwierig. Ich würde sagen, Jandy Kamikaze Demon. Ist halt damn fucking alt. Aber sagen wir Demon Slayer. Ich finde Demon Slayer sehr, 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 sehr gut. Und Toradora, ja, mal gucken. Ich habe momentan eh ein bisschen mehr Zeit. Freust du dich auf Animal Crossing? Ja, Alter. Ja. Ich habe so Bock. Man kann auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt drüber stehen. Irgendwann macht es es auch nicht mehr besser. Ja, und irgendwann mal, also ja, du kannst für den Rest deines Lebens drüber stehen und sagen, ha, ich stehe drüber darüber, dass ich jetzt jahrelang gemobbt werde. Aber du kannst dir auch einfach eingestehen, fuck, ich habe Besseres in meinem Leben verdient. Ich verpiss mich jetzt aus dieser super toxischen Umgebung. Versteht ihr, was ich meine? Also, wie gesagt, klar, kannst drüber stehen und damit kämpfen für den Rest deines Lebens. Oder du gestehst dir ein, dass du was Besseres verdient hast und dass du es auch verdient hast, Freunde in deiner Uni zu haben und verdient hast, Kommilitonen zu haben, mit denen du dich gut verstehst und auf die du Bock hast und mit denen du dich anfreunden kannst und Freunde fürs Leben finden kannst und mit denen du zusammen lernen kannst und zusammen zur Uni und zurückfahren kannst und in der Mensa abhängen kannst. Das kannst du auch sagen, das habe ich verdient, und dann suchst du dir halt eine Uni, wo das halt passt und bist nicht jahrelang in einer Umgebung, die dich einfach nicht mag und nicht haben möchte. Ja, manche würden sagen, das ist aufgeben. Ich würde sagen, das ist einfach nur schlau und, keine Ahnung, so, ich nenne jetzt mal selbst, ja, einfach selbstheilend, so. Ja, du kannst in der Umgebung bleiben, die scheiße für dich ist, aber du kannst auch wechseln und einfach keine Probleme haben. Hallo, erstmal guten Tag. Kaufen wir quasi nur für Animal Crossing Switch. Die enttäuscht mich. Oh boy. Vor allem Saufkumpanen sind wichtig. Ja.
Selbstachtung. Schreibt es groß. Fucking Selbstachtung. Man soll aber doch nicht vor den Problemen weglaufen, Anni. Doch. Weil manchmal kannst du nicht jedes Problem lösen. Du kannst nicht jedes fucking Problem lösen. Also kannst du dir sagen, bleibe ich in dieser Problemumgebung für den Rest meines Lebens? Oder entscheide ich mich, stopp, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf diese Problemumgebung. Ich kann es nicht ändern, also gehe ich woanders hin, wo ich keine Probleme habe. Das geht. Wie gesagt, das geht. Die Lösung ist in dem Fall, sich eine bessere Umgebung zu suchen. Ja. Wie gesagt, ich habe so lange und ich wirklich, der größte Fehler, den ich wirklich sagen würde, den ich in meinem Leben gemacht habe, ist, ich habe nicht die Schule gewechselt, als ich gemobbt worden bin. Hätte ich das gemacht, würde es mir, glaube ich, heutzutage sehr viel besser gehen. Und das ist wirklich, glaube ich, der wahrscheinlich beste Tipp, den ich jedem geben kann, der gemobbt wird oder es hart hat in der Schule, weil die Lehrer kacke sind, die Schüler kacke sind, du gemobbt wirst und nicht klarkommst, wechsel die Schule. Es kann, wenn es richtig, richtig scheiße ist, kann es nur besser werden. Also, wie gesagt, das ist das Einzige, was ich euch mitgeben kann. Wechsel die Schule, das ist das, was ich am allermeisten bereue. Wie gesagt. Meine Eltern wollten nie, dass ich die Schule wechsle. Ja, mega hart. Ich hatte damals eine sehr, sehr, sehr gute Freundin und wegen ihr wollte ich die Schule nicht wechseln. Und das war dumm. Eine Person für 50, die einem das Leben schwer gemacht haben. Ich hätte auch mit der befreundet bleiben können, wenn ich auf einer anderen Schule gewesen wäre. Wie oft ich schon gesagt bekommen habe, ich solle nicht davor weglaufen. Ich habe mir das früher auch eingeredet. Ich will nicht weglaufen, ich will nicht aufgeben, die anderen wollen mich verjagen, aber nein, ich bleibe hier. Fuck it, dann geh. Fuck it, dann geh, dann bist du halt der Schwächere. In dem Moment denke ich mir einfach, der Klügere gibt nach und geht und chillt sein Leben. Meine Tochter hat damals die Schule gewechselt, die Gerüchte über sie gingen in der ganzen Stadt rum und ich als Mutter habe das leider erst Jahre später erfahren. Ja, das kann natürlich auch passieren. Aber, keine Ahnung. Bei meiner Schwester war es so, sie wurde in der Schule gemobbt, sie hat die Schule gewechselt und sie kam in eine Klasse rein, wo Leute gefragt haben, hey, warum hast du die Schule gewechselt, ne? Bist du umgezogen oder was war? Und sie hat erzählt, ja, ich bin halt gemobbt worden in der Schule und deswegen habe ich halt gewechselt. Und ab dem Punkt, wo die Leute in der neuen Schule wussten, dass meine Schwester auf der alten Schule gemobbt worden ist, waren die so, oh mein Gott, das tut mir mega leid, dass du gemobbt worden bist. Die andere hat auch hier hingewechselt, weil sie auch auf der alten Schule gemobbt worden ist. Und dann haben die Leute extra versucht, nett zu ihr zu sein, damit sie sich auf jeden Fall dazugehörig fühlt. Und das war, als ich das gehört habe, hätte ich heulen können, Alter. Das war so schön zu hören, dass es auch solche Kinder und solche Klassen und solche Gemeinschaften gibt. Also, das ist halt, das kann dann auch alles gut und nice funktionieren, ne? Und deswegen, wenn ihr in einer scheiß Umgebung seid, wechselt. Meine Mom damals auf ihrer alten Arbeitsstelle so hart gemobbt worden. Immer von der Schichtleitung, die sie gehasst hat, immer die Drecksaufgaben bekommen, immer getadelt worden. Immer die scheiß Schichten machen müssen, immer einspringen müssen in einer anderen Stadt und dann halt kein Geld dafür bekommen, dafür, dass sie 100 Kilometer jeden Tag noch mehr fahren musste. Sie ist richtig kaputt gegangen. Ich war so, Mama, wechsel den Job. Du verdienst hier knapp über Mindestlohn. Scheiß drauf. Das Gehalt kriegst du überall. Und dann war sie so, ganz ehrlich, Anni, du hast recht. Arbeit gewechselt. Jetzt hat sie nette Kollegen, mit denen sie gut klarkommt. Hat Spaß bei der Arbeit. Kann sich mit den Leuten unterhalten. Ist alles nice. Und ja. Es ist einfach so unnötig, irgendwie anderthalb Jahre in diesem Job zu bleiben, der sie nur fertig gemacht hat. Einfach wechseln, woanders hin, wo coole Leute sind und fertig.
Meist macht man sich solche Entscheidungen schwieriger, als sie wirklich sind. Voll. Warst du die erste aus deiner Familie, die ein Studium begonnen hat? Weiß ich nicht. Kann sein. Ich bin gerade auf einer Schule, wo die Stimmung immer toxisch ist und die Lehrer auch nicht wirklich mag. Aber ich will irgendwie nicht wechseln. Was soll ich machen? Warum willst du nicht wechseln? Wenn alles toxisch ist, alles negativ und die Lehrer scheiße, warum willst du da bleiben? Ja, damals hatten wir auch ein Mädchen bei uns in der Klasse, die auch gemobbt worden ist. Und dann ist die Mutter zur Schulleitung gegangen und hat gesagt, meine Tochter wird in der Schule gemobbt. Die Schulleitung ist zum Klassenlehrer gegangen und hat gesagt, hey, das Mädchen wird in der Schule gemobbt. Also ist bei Klassenlehrer in die Klasse gekommen und meinte, hey, ich erfinde jetzt einen Namen. Coca-Cola, stimmt das, dass du gemobbt wirst? Deine Mutter war bei der Schulleitung und hat gesagt, dass du gemobbt wirst. Stimmt das? Sie, ja, vor allen Leuten, der Lehrer, okay. Bitte hört auf, Coca-Cola zu mobben. Wer jetzt noch einmal Coca-Cola mobbt, muss nachsitzen. Könnt ihr euch vorstellen? Hat sehr gut funktioniert. Top-Sozialkompetenz, ja. Ja, ich habe das Gefühl, viele, viele Lehrer haben so diesen Pädagogikteil im Studium, in der Ausbildung, wherever, geskippt. Und ja. Das war das Todesurteil. Das war das Todesurteil für Coca-Cola. Und sie hat auch nie wieder Anschluss gefunden. Sie hat vor allem halt nie wieder Anschluss gefunden, weil immer wenn dann jemand nett zu ihr war, das habe ich auch versucht, hat sie extrem abweisend reagiert, was ich damals scheiße fand. Mittlerweile kann ich es verstehen. Wenn du davon ausgehst, alle hassen mich, alle wollen mich nur verarschen, wer auch immer nett zu mir ist, der spielt das nur, um mich dann hinterrücks irgendwie dann doch auszulachen. Ich kann so verstehen, dass Coca-Cola damals einfach keinen Bock hatte, sich nur auf irgendwen einzulassen, kein Vertrauen hatte. Naja, die Arme. Pädagogik ist auch nicht wirklich viel drin im Lehramtsstudium. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer Lücke, die man vielleicht mal aufarbeiten sollte. Bei mir an der Schule gibt es eine Person, mit der man persönlich über so etwas reden kann. Den gab es bei uns auch, Vertrauenslehrer. Aber nur weil du einen Lehrer hast, mit dem du darüber reden kannst, hören die anderen Schüler ja nicht plötzlich auf, dich zu nerven. Redet darüber. Ja, ich habe das Gefühl, dieses Mobbing-Ding ist irgendwie so ein stillschweigendes Ding. So, du merkst, du wirst gemobbt und alle wissen, du wirst gemobbt, weil offensichtlich merkt das jeder. Aber keiner traut sich, das irgendwie anzusprechen und zu sagen, yo, hör mal auf, die zu mobben. Weil, wann habe ich sie gemobbt? Das war doch nur ein Witz. Hä? Naja.
findest du es, alte Schulkameraden wieder zu treffen? Dieses Jahr gibt es ein ehemaligen Treffen in unserer Schule. Bin mir nicht sicher, ob ich hingehe. Bin mir nicht sicher, ob es stattfindet wegen Corona, aber bin mir auch nicht sicher, ob ich hingehe. Mal gucken. Falls ja, berichte ich euch davon. Hingehen und flexen. Womit? Wofür? Hey, ich habe jetzt einen YouTube-Kanal. Cool. Mach einen Vlog. Hallo, liebe Freunde, ich bin hier auf dem Klassentreffen. Der Hurensohn hat mich mal in der Schule in dem Spind eingeschlossen. Das war ein Albtraum. Na, wie geht's? Ich würde hingehen, sonst weißt du nicht, wie es geworden wäre. Ich überlege es mir noch. Wie gesagt, wenn ich hingehe, dann nur mit Freunden von damals, mit meiner Schwester. Und wenn ich merke, wack, dann gehe ich halt einfach direkt. Mal gucken. Mal gucken. Es gibt so eine Handvoll Leute, die ich ganz gerne sehen würde. Also wirklich eine Handvoll, 3, 4 Leute. Naja. Geh hin und fang an, unkontrolliert zu husten. Nice. Corona-Prank. Oh boy. Du lachst, ich wette, in 1, 2 Wochen gibt es solche Pranks, echt. Das sind keine Pranks, das sind soziale Experimente. Wenn das bei uns stattfinden würde, würdest du nicht hingehen, echt? Ernsthaft, das wird nicht gut enden. Triff dich mit denen, die du magst, lieber mal so. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken. Wird vielleicht ganz entspannt, dort haben sich ja auch alle Fans und sind erwachsener geworden. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht. Finde gut, dass du mit deinen Leuten über solche Situationen redest und sie stärkst, wie findest. Du Anime-Rap auf Deutsch. Vielleicht hörst du ja irgendwann mal bei mir rein, LG. Anime-Rap auf Deutsch habe ich noch nie gehört von. Klingt aber interessant. Hab Tourette und werde gemobbt. Hast du Tipps? Mach einen YouTube-Kanal. Nenn den Gewitter in der Hose. Wann hast du dein Cosplay-Shooting? Es ist verschoben worden. Hoffentlich bald. Hoffentlich nächsten Monat. Hoffentlich haben dann noch alle Sachen offen und so. Mal gucken. Doch ein Shooting am Sonntag, aber das wurde auch verschoben auf in 2 Monaten. Rüpp. Geh hin und flash alle mit deinem krass schönen Aussehen und deinem übelst süßen Charakter. Aber
Like, wofür? Es ist mir wirklich, wirklich sehr egal, was so die blöden Leute von mir denken. No? Also, es ist mir wirklich sehr egal. Deswegen. Was denn? Man denkt halt immer, dass. Also, früher in der Schule dachte ich mir immer, boah, die sind alle so scheiße gewesen. Irgendwann zeige ich es denen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, keine Ahnung, ich sehe nicht mehr so scheiße aus wie in der Schule. Ich habe einen ganz coolen Job. Aber. Es interessiert mich mittlerweile 0%, was Leute, die ich gar nicht mehr kenne, von mir denken. Jan! Na, komm mal her. Na? Ich würde halt, wenn, dann hingehen, weil ich halt drei Lehrer ganz gern wiedersehen würde und ein paar Schüler von früher, also so wirklich so 4-5 Leute halt ganz gern noch mal sehen würde und gucken würde, was aus denen so geworden ist. Das wäre, ja. Ich hätte gern dein Mindset. Das kriegt man. Ich weiß noch, meine Mom hatte damals einen Freund, der war ziemlich blöd. Und dann hat er mit ihr Schluss gemacht. Und sie war so traurig und am Boden zerstört. Und sie war so, okay, weißt du was, Anni? Irgendwann, wenn ich einen neuen Freund habe, dann zeige ich es dem und kann er mich mal. Puh. Und ich war so, Mama, wenn du einen neuen Freund hast, dann juckt dich das gar nicht, was dein alter Freund von dir denkt. Und die war so, doch, doch, ich zeig's dem. Und irgendwie ein halbes Jahr später hatte sie dann einen neuen Freund und war so mega happy. Ist immer noch mit dem zusammen, der ist mega nett. Ich mag den voll gerne. Und der alte Freund hat ihr dann irgendwie geschrieben und war so, hey, sollen wir sie nochmal treffen? Und sie war so, weißt du, Anni, ich dachte, ich würde Genugtuung kriegen, wenn er wieder ankommt. Aber nö, es ist mir einfach egal. Der nervt mich. Ich will ihn einfach blockieren. Kannst du mir sagen, wie man bei WhatsApp jemanden blockiert, weil sie dann. Und das ist halt, ja, das Ding, ne? Und so ist es halt auch mit der Schule. Du wirst halt gemobbt von irgendwelchen Leuten und denkst dir, pah, irgendwann kommen die an und wollen mit mir befreundet sein. Und irgendwann mal, ja, kommen dann irgendwelche Leute, die dich dann bei Facebook und Co. anschreiben und sagen, hey, ich habe gerade gesehen, du machst ja jetzt mittlerweile YouTube-Videos. Okay, erinnerst du dich noch an mich? Ich bin der und der aus der Schule und du guckst dir die Person an und denkst dir, ja klein, erinnere ich mich an dich, Alter. Du hast damals mein Butterbrot aus der Hand genommen und es mir auf den Boden geworfen und mich ausgelacht. Ja, ich erinnere mich daran. Aber will ich mich jetzt mit dir anfreunden? Fühle ich mich jetzt gut, weil du früher scheiße zu mir warst und jetzt irgendwas von mir willst? Digga, verpiss dich. Also, ja. Das ist halt das Ding, ne? Irgendwann mal ist man da raus aus diesem. Ah, ich zeig's euch. Ich werde dann meine Genugtuung haben. Irgendwann ist einem das egal. Und das ist ganz gut so. Real Talk aus dem DXR. Was geht? Was ist denn, Jan? Hör auf die Pappe zu essen. Was ist mit dir? Hör auf! Diese Katze hat Pappe gerade angefangen zu fressen. Das ist Pappe. Hier ist ein Karton. Die beißt da rein. Ich denke mir so, reißt das nur ab und dann plötzlich fängt die darauf an zu kauen. Jan! Pappe ist nicht nahrhaft. Genauso wenig wie Gardinen. Oh, diese Katze. Du hast Fleisch hinten in deinem Napf. Na gut, ich würde sagen, wir machen aus. Mittlerweile essen meine Katzen schon. Oh, die wollen so Hardcore-Aufmerksamkeit haben. Jesus. So, wir hosten die Ellie, die Hardcore-Cosplay. Die spielt gerade Elder Scrolls Online. Hat gerade 17 Zuschauer. Da raiden wir doch mal rein und sagen ihr ganz, ganz, ganz viel Hallo! Sie ist auch ein gute Laune-Mensch, auch ein Mensch, der einige Scheiße durchmachen musste und der immer sehr, sehr gute Tipps bereit hat, wenn es darum geht, ja, aus einer wacken Situation rauszukommen. Da geht es auch viel bei ihr im Stream drum, also vielleicht ist es ganz gut, so zum Abschluss euch dahin zu schicken. Sie ist ziemlich, ziemlich cool und ja, da wünsche ich euch sehr viel Spaß, gute Nacht, viel Spaß bei Ellie, wir sehen uns morgen wieder im Stream. Gute Nacht!